Herzlich willkommen zum Fotocafé Nummer 25. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt quasi fast in einem Jahr, also am 22. März war die erste Sendung, sind wir jetzt bei der Nummer 25 angekommen. Ich kenne Sie, Oliver, schaltet mal alle leise bitte. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema heute gewählt. Und zwar, es geht um Ethik in der Bildbearbeitung. Und ich habe ein paar sehr interessante Gäste. Einmal der Franz Weingartner, der nur im Zug festsitzt, der demnächst hoffentlich dann im Melk eintrifft. Und die Eva Marini, die aber schon da ist. Aber über unsere Gäste ein bisschen was später. Wenn euch vielleicht aufgefallen ist, wir haben jetzt ziemlich große Wartungen an der Homepage gemacht. Und das eine oder andere funktioniert technisch noch nicht. Und wir sind jetzt im Endzug. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ihr euch anmeldet zum Fotocafé, kriegt ihr in Zukunft direkt den Zoom-Link. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel vereinfacht, haben Online-Bezahlung implementiert. Also wenn es da irgendwo ein Problem gibt, einfach melden. Und ihr müsst auch einmal den Browser-Cache lernen. Also euer Cache sozusagen, der speichert dann gewisse Dinge und wenn dann das System komplett neu ist, an dem scheitert es auch oft. Also das nur so viel zum Anfang. Die Reisefotografie Online-Kurse, die haben wir jetzt noch hinten geschoben, die kann ich überspringen. Es gibt also dann noch zwei Online-Fotokurse zum Thema Blitzen und Makrofotografie. Findet ihr auf der Homepage. Und vielleicht nur ein ganz kurzes Update zum Winterfotokurs. Wir haben jetzt 6 Anmeldungen. Und wenn die Bundesregierung es zulässt und wir dürfen, dann wird man den Kurs im März durchführen oder halten wir euch einfach auf dem Laufenden. Ich habe mir jetzt zum Thema Bildethik einige Sachen herausgesucht und auf Wikipedia kann man auch schon die Bildethik thematisiert den moralisch richtigen Umgang mit Bildern in den Massenmedien im Spannungsfeld von Informationsfunktion und Persönlichkeitsrechten. Und dass diese Regeln öfters nicht eingehalten werden oder dass es eine ganz breite Auslegung gibt, das wissen wir und das werden wir heute auch fest diskutieren. Was aber auch interessant ist, es gibt einen Pressekodex des Deutschen Presserates und da ist festgelegt, also wer zum Beispiel jetzt Bilder manipuliert, da geht es um Berichterstattung, muss diese kennzeichnen. Und das hat also immer wieder auch schon Prozesse eher weniger, aber Fotografen zum Beispiel, die jetzt Geo oder Stern mit falschen Bildern beliefert haben, die wurden dann sozusagen dort ausgelistet. Und bei der World Press Photography wurde voriges Jahr ein Preis aberkannt, weil es auch eine Bildmanipulation gab. Und diese Bildmanipulationen, die gibt es schon ganz, ganz lange. Und die erste Bildmanipulation, die jetzt angeführt wird in Wikipedia, ist der Hippolyte Bayard. Das war ein französischer Fotograf und zwar der hat in der Zeit von Daguerre gelebt und hat seine Kamera nicht zeitgerecht zum Patent angemeldet. Und jetzt war er sozusagen nur die Nummer 2 oder Nummer 3 in der Erfinderskala. Und der hat sich dann selbst als Wasserleiche inszeniert. Das war damals der Skandal. Aber der gute Mann hat dann noch gelebt. Dann natürlich, Bildfälschung ist ja kein digitales Phänomen. Dieses berühmte Foto von Lenin, Kamenev von Trotzki in Moskau. Und da haben einfach dann auch Leute raus und rein gemacht, wie es halt wie die genehm waren oder wenn sie in Ungnade gefallen sind. Und hier ein Beispiel aus dem Irakkrieg. Allein durch den Bildschnitt, also das ist jetzt nicht einmal groß am Photoshop was gemacht worden, kann ich die Bildaussage natürlich komplett verändern. Also das muss uns auch bewusst sein, dass ich mit dem Objektiv, mit der Perspektive, dass das schon mal ein ganz ein wichtiges oder ein Mittel ist zur Bildmanipulation. Und das war schon immer so, das hat sich überhaupt nichts geändert gegenüber der analogen Fotografie. Da vielleicht hier noch ein ganz ein lustiges Beispiel, das der eine oder andere kennt. Das war so ein iranischer Raketenabschuss, wo man die Raketen geklont hat und dann mehr Raketen. Es gibt auch Gerüchte, dass bei der Trump-Angelobung Leute hinzugefügt wurden. Und diese Digitalisierung mit dem Photoshop, die erste Version von Photoshop gab es 1991. Anfangs wurden nur analoge Bilder gescannt, man hat die dann bearbeitet und da ging es dann natürlich so richtig los, wobei es auch in Analogzeiten Meister gab, die halt dann in der Dunkelkammer entsprechend auch Bilder bearbeitet haben.
Ich habe mir dann aber die Richtlinien von GEO angeschaut. Und zwar GEO sagt, klassische Dunkelkammertechniken sind erlaubt, zum Beispiel Aufhellen, Abdunkeln, Kombination von hellen und dunklen Abzug eines Bildes HDR, farbig und Tonalität. Und GEO sagt, Pixelschieberei, also ästhetisch nachvollziehbare Retuschen werden nicht toleriert, Stromleitungen, Äste werden publiziert, das heißt, das Original wird verlangt und die Fotos werden dann auch tatsächlich mit Stromleitungen und so weiter gedruckt. Also es gibt einige dieser sehr hochwertigen Zeitungen, die dann sozusagen RAW-Files verlangen. Aber natürlich bei JPEG-Bildern ist ja gar nicht so leicht, diese Manipulationen dann auch zu beweisen. Da gibt es eigene Forensiker, die sich mit dem jetzt beschäftigen. Natürlich irreführende Werbung. Da gibt es also ein Beispiel von der Julia Roberts mit L'Oreal. Da gab es einen Prozess in Amerika und da musste dann eine gesamte Werbekampagne eingestampft werden, weil eben sozusagen dann die Konsumentenschützer gesagt haben, da wird einfach ein Eindruck erweckt, der so nicht stimmt und das ist quasi Täuschung und Irreführung. Jetzt würde ich mal den Michael bitten, der Michael hat ein bisschen was vorbereitet. Michael, dass du deinen Bildschirm mal freigibst und uns das Porträt professionell vorstellst mit ein paar Funktionen. Ich werde mal geschwind den Monitor freischalten, damit du den Bildschirm freigeben kannst. Sehr gut, das funktioniert ja schon. Siehst wunderbar. Das ist jetzt ein Foto von einem Shooting out of cam von einer Dame, die ein bisschen eine breitere Nase hat und schiefe Augen. Eigentlich sehr fesch, aber wie gesagt, ist eine normale out of cam, also das Original der Aufnahme. War das so stark geschminkt? War das so? Ja, das war ein Profi-Visagistin natürlich. Okay. War die Nadja Hulchowski, die kennen wahrscheinlich eh einige. Da habe ich es nochmal kurz gezeigt, ein bisschen unschiefe schiefe Augen und so weiter. Aber eigentlich eine hübsche junge Dame. Und wenn man jetzt ins Pro, in ein, es gibt ja verschiedene Programme, wo man wirklich in wenigen Sekunden alles verändern kann. Mit Schieberegler, da steht Hals verlängern. Man sieht jetzt hier, ist einfach der Hals ist länger, das Gesicht ist schmäler, man hat einen Schatten links und rechts, dass das Gesicht noch schmäler wird. Das Lippenvolumen kann man aufblasen zusammen und vor allem, was das Mädchen zum Beispiel gestört hat, ihre breitere Nase, kann man einfach schmal zusammenschieben, Augen ein bisschen größer. Man erkennt es nicht, wenn man das Original nicht kennt, aber das geht in 3 Minuten ist das Bild so verändert, nur indem ich, und da brauche ich kein einziges Photoshop, nichts beherrschen. Die Haut kann ich glätten. Wir sehen jetzt nur Folie 1. Wie Genau. bitte? Zeige einmal das weitere, blättere mal weiter bei deinen Bildern, dass wir mehr weiteres Bild sehen. Wir sehen immer nur das erste Bild, vielleicht kannst du zum nächsten Bild blättern. Ah, ich habe schon das nächste eigentlich geöffnet gehabt, Das ist okay. aber nicht an der Oberfläche. Wir sehen nur das erste. Du musst einfach weiterschalten, irgendwo Ah, okay. mit der Pfeiltaste nach rechts zum Beispiel. Entschuldigung, jetzt seht ihr es jetzt? Genau. Ja, genau. Passt. Folie 3 sehen wir jetzt. Genau. Folie 3, da sieht man jetzt einfach, jetzt kann man springen, was von dem Gesicht auf das Gesicht eigentlich nicht mehr die gleiche Person. Schmales, längeres Gesicht, höhere Stirn, Augen vergrößert, Haut geglättet, Lippen aufgezogen. Ich springe nochmal hin und her. Es ist absichtlich nicht übertrieben, aber es ist nicht mehr die gleiche Person. Und das kann jeder in Sekunden, in 2 Minuten erledigen. Und daher ist es auch keine Kunst. Und es richtet sich teilweise nach errechneten Bereichen, wo man sagt, was ist die schönste Europäer, was ist Symmetrie und dann rechnet ein Programm. Und das finde ich halt, ist weder Kunst noch sonstiges, weder Fotografie. Ich kann jederzeit, also das habe ich jetzt in 1 Minute gemacht, deswegen ist die Schulter nicht schön. Haarefarbe ändern, Augen, Gesichtfarben. Das Bild hat eine ganz andere Bildsprache, ganz andere Bildaussage und entspricht keiner Wahrheit mehr. Und jetzt ist Ich die würde jetzt aber Frage. sagen, Michael, wenn wir in die Richtung gehen, dann werden wir vom 3D-Rendering ersetzt, weil das kann das viel besser. Weil dann machen wir einmal ein 3D-Rendering und kann dann beliebige Dinge aufsetzen und
das schaut natürlich auch alles andere wie jetzt wie ein Foto aus, die letzten beiden. Aber Michael, einmal danke für dieses imposante Beispiel. Und wir machen jetzt einmal einen Weg ganz weit zurück zu einer ganz anderen Fotografie. Ich werde einmal deine Freigabe mal beenden, Michael. Bitte, ja. Also vielen Dank einmal für deinen Beitrag. Und es freut mich ganz besonders, dass heute der Weinfranz bei uns in der Sendung ist. Und ein paar Worte seien mir da erlaubt. Der Franz ist aus Euratsfeld, also wir sind im Mostviertel. Ich komme ursprünglich aus Blindenmarkt, das heißt, wir sind eigentlich nur so 10 Kilometer Luftlinie voneinander. Wobei ich sagen muss, ich habe ihn nicht gekannt, aber wir haben uns dann im AKH in der Kieferchirurgie kennengelernt. Also er hat dort auch als Fotograf gearbeitet, eine Zeit lang. Ein bisschen was Biografisches. Der Franz hat ursprünglich das Josephinum gemacht, war dann einige Jahre bei der Toka in Amstetten, also im Schalungsbau im Außendienst, hat dann die Grafische gemacht und hat dann seine große Berufung, die Fotografie, gefunden. Und das Foto ist in Kuba entstanden. Ich war mit Franz einmal gemeinsam in Kuba. Wir haben dafür eine Dia schon fotografiert. Und ich glaube, und jetzt wäre genau der richtige Moment, um an den Franz zu übergeben. Franz, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl uns einmal ein bisschen was über deine Fotografie. Ja, hallo. Grüß euch alle. Jetzt weiß ich nicht, ob man mich schon hört oder nicht. Ja. Ja. Das mache ich dir da nochmal groß. Eigentlich mache ich das gar nicht gern, dass ich über mich erzähle, beziehungsweise das, was ich mache. Ich mache eigentlich das, was ihr alle gern macht, einfach leidenschaftlich gern fotografieren. Und da im Speziellen Menschen, Geschichten zu erzählen, Menschen, wie sie sind, zu fotografieren. Ja, also das ist mein Beruf hat sich dann, also es hat sich ergeben, dass ich sehr viel gemacht habe für die Niederösterreich-Werbung, in der Werbung generell, was Menschen betrifft. Ja, ich habe die letzten Jahre sehr viel über mein Tun nachgedacht, habe ein bisschen Zeit gehabt, eine schwere Phase gehabt habe und habe das ein bisschen verfolgt, wie sich die Fotografie jetzt in letzter Zeit durchaus gewandelt hat, nicht nur durch die Öffnung des Gewerbes, sondern auch durch die Möglichkeiten, was es jetzt gibt. Und ich sehe das Ganze schon mit einem sehr kritisch. Ja. Also die ganze Bildbearbeitung, habe mich ein bisschen befasst mit der Lüge. Wo fängt die Lüge an? Mir fällt da immer wieder ein Zitat ein aus meiner Schulzeit, aus den 80er Jahren, wo uns der Betriebswirt gesagt hat, der ein ganz ehrlicher Kerl war, eine kleine Landwirtschaft gehabt hat und ziemlich versieft daherkommen ist, aber hochgescheit war. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja. Und genauso ist heutzutage in der Fotografie. Es ist der Großteil der Fotos oder 90% oder 95% der Fotos einfach gelogen. Es ist nicht... Ich finde es nicht gut, wo das hinführt. Also speziell, ich habe sehr viel mit, nachdem ich Kinder habe, im jugendlichen Alter, dass die Kinder sehr, also nicht unbedingt meine Kinder, die kann ich Gott sei Dank aufklären, was das betrifft, aber sehr viele, die da sehr vielen Schönheitsidealen nachäffen oder nachwollen. Ja. Ja, aber es ist ja nicht nur bei Werbefotos und bei Schönheitsfotos so. Es wird leider Gottes auch schon bei Reportagefotos sehr, sehr manipuliert. Also ich weiß nicht, ob ihr den Fall mitgekriegt habt in den letzten Monaten. Steve McCurry ist ein sehr renommierter Fotograf bei Magnum, wo sie jetzt draufgekommen sind, dass er seine Bilder sehr stark, ich hätte sogar mit, ich weiß nicht, wie ich die Bilder jetzt herzeigen kann, sehr stark bearbeitet hat. Ist den Bildschirm freigeben, Franz? Ja, ich habe gesagt, ich habe für die Niederösterreich-Werbung eben fotografiert. Das ist ein Foto aus Niederösterreich, wo die meisten sagen, wahrscheinlich wunderschön. Das ist halt jetzt die Linie der Niederösterreich-Werbung, wo echt gearbeitet wird, dass sich die Balken biegen. Also, wenn man weiß, wenn man viel in der Landschaft ist und weiß, wenn das so und so steht, ich glaube, das weiß ja jeder, dass das nicht gibt, ja. Dass dort im Hintergrund mit dem Abwedler drüber gefahren ist, dass das schon passt, beziehungsweise auch da
Das gibt es nicht, ja, dass da auf der Schallerburg im Hinter, dass das weiß ist, ja, wenn die Sonne dagegen scheint. Ja. Aber das sind halt alles so Wonderland-Fotos und ich frage mich schon, ob man es erweckt Sehnsucht, auf alle Fälle, und das will man ja erreichen. In Fotos und jetzt sehr stark gearbeitet. An. Ja. Ja, die Foto. Oder wie weit lasse ich mich ein auf diese Bearbeitung? Die Bearbeitung alleine sagt schon aus, dass das nicht echt ist. Bildverbesserung war vielleicht ein besserer Ausdruck. Allerdings darf man da viele Sachen halt nicht machen. Ne? Ja, zu meiner Arbeit und zu meinen Grenzen. Das einmal links aus das Fenster, dann, dass du mal das Fenster einfach erweiterst, dass wir den noch ein bisschen größer sehen. Ja, geht das so? Und der grüne Knopf um. Ja, genau, super. Ja, hat perfekt. Ja, wunderbar. Ja. Wie soll ich sagen, ich überlege mir halt bei jedem Bild, ist das ehrlich, aber das kann ich halt auch nur für mich sagen, ob es ehrlich ist. Ja. Für den Betrachter stelle ich mir die Frage, kann der Betrachter das so sehen? Das Foto, teilweise wie jetzt in Niederösterreich publiziert werden, das kann der Betrachter niemals sehen. Also für mich halt dann eine glatte Lüge. Ja. Bei dem, das kann man so sehen. Ja. Was mache ich? Natürlich macht man ein bisschen was und schaut, also bildverbesserungsmäßig, den Kontrast ein bisschen ganz wenig erhöht beim Gesicht, wenn es ein bisschen dunkel ist im Gegenlicht. Dann mache ich es aber so, dass ich praktisch den Hintergrund ein bisschen abwedel und dann die Kontrastkurven, also die Kurven, die Gradationskurven, ja. Etwas nach oben ziehe, ja. Und so schaut halt dann das Bild, ist halt dann ein bisschen heller in Wirklichkeit aus, ja. Dasselbe, das war ein Bild für die Wieselburger Messe, das ist wie das Original und das ist dann das, wie ich es halt abgeliefert habe. Ja. Also meistens tue ich es dann ein bisschen zuschneiden, wenn es ein bisschen schief ist, Sachen vielleicht weglassen beim Zuschneiden, die mich irgendwie ablenken, das sieht man vielleicht am nächsten Foto, das war für ein Hotel, wo ich sage, okay, das da oben, oberhalb, wo die Bettkanten oben aufhört, da blinzelt noch irgendwas Vierer, was Helles. Okay, das lenkt mein Auge ab, das kann ich wegschneiden. Ja. Und auch die Farbigkeit. Natürlich muss man die Farbigkeit speziell mit Kunst oder Mischlicht ein bisschen einstellen. Ja, beim Porträt generell, das ist auch wieder das Original. Natürlich mit dem Licht, je härter, umso mehr hat man natürlich helle Flecken auf der Stirn. Speziell, wenn man keine Visage dabei hat, wie es in dem Fall war. Natürlich nimmt man das ein bisschen weg. Ja. Sachen wie Muttermale oder irgendwelche Watzen, Dinge, die zum Menschen dazugehören, die werden nicht weggenommen. Also auf einmal natürlich, das ist eine temporäre Geschichte, aber irgendwas, was zum Menschen gehört oder Falten genauso. Also ich glaube, von der Dame habe ich, die hat mich gefragt, bitte kannst du mir die Falten ein bisschen wegnehmen? Ich sage, nein, die gehören dazu. Die nehme ich da sicher nicht weg. Ja, sie verstehen es dann eh, ja. Aber ich will ihnen nicht was abliefern, was nicht sie sind. Ja. Das ist in Herzogenburg im Stift, was um Ausschnitte geht, schaue ich auch wieder, wo ich sage, das rechts, das muss nicht drauf sein, ja, auf der Seite. Ja. Zoome ich ein bisschen rein und natürlich wird dann der Farbton, der Hautton auch so verstanden. So eingestellt, dass er passt. Ja. Das ist für mich so die Grenze. Das ist auch original. Das war für eine Möbelfirma heute. Halt. Das sind die zwei Kinder, die machen jetzt ja zu Weihnachten Werbung für die Firma. Das Christkindl und der Nikolaus. Also da möchte ich jetzt meine Grenze sagen. Also die Grenze ist, dass ich eben die Clownstellen in den Gesichtern nehmen,
beim Buben vielleicht, weil er gerade in der Pubertät ist, ein paar Pickel wegretuschieren, ja, die was wirklich dann stören, das sieht man auf dem kleinen Bild nicht. Und im Hintergrund hat mich extrem halt gestört, dieses gelbliche Licht, ja, dieses Mischlicht vorne, dieses weiße Licht, hinten das gelbliche, und das hat halt dann so ausgeschaut, ja, was ich dann abgeliefert habe. Ja, soweit zu meiner Arbeit, zu meinen Grenzen. Ich bin schon gespannt auf eine Diskussion dann. Aber Franz, zeig uns vielleicht noch ein paar Fotos von Oberumberg, von der Serie, weil da sieht man eigentlich so, wie du fotografierst. Und ich glaube, diese Geschichte, das muss man meiner Meinung nach unbedingt sagen, da würde ich sehr darum bitten, und vielleicht findest du die auf die Schnelle. Ja, ich habe es, glaube ich, weiß nicht, ob ich da die Homepage, ob man da auf die Homepage... Kannst du gerne auf die Homepage gehen, ist kein Problem. Wobei man sagen muss, der Franz ist insofern auch kompromisslos, dass er auch Anfragen gekriegt hat, Politiker zu fotografieren, wo er eindeutig gesagt hat, den fotografiere ich nicht, aus welchen Gründen immer. Nein, der Grund ist immer der gleiche. Ja, wenn man wen fotografiert, dann will ich ihn schön fotografieren. Ich mache praktisch Werbung für ihn. Ja. Wenn ich sage, ich mag einen Menschen nicht, dann will ich den auch nicht fotografieren. Nicht? Ich meine, der muss ja nicht schlecht sein, der Mensch, aber ich mag ihn halt nicht. Ja. Ich meine, mich muss auch nicht jeder mögen, aber ich kann es halt nicht. Und wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich dann an den Tisch stellen, also ich liege mich dann selber an. Und das mache ich halt nicht, das ist aber eh ganz selten. Aber die andere Geschichte möchte ich vielleicht jetzt auch noch erzählen, die du mir erzählt hast. Und zwar der Franz kriegt einen Anruf von einer Werbeagentur und die Dame sagt ihm, ja, du musst den Bürgermeister von XY fotografieren. Der ist aber so schier, den kann man nicht fotografieren. Und die gute Dame hat aber vergessen, dass ihr Telefon offen war und der liebe Herr Bürgermeister irgendwie mitgehört hat auf der zweiten Leitung. Aber der war eh ziemlich entspannt und der Franz sagt dann, ja, und wenn ich das höre, dann wird es interessant. Und ich glaube, du hast ja sozusagen, es gibt ja niemanden, den du nicht fotografierst und bei dir schauen die leider sehr authentisch aus. Das ist sicher, glaube ich, auch so, dass du die Leute fotografierst, die nicht den gängigen Normen entsprechen. Nein, ich glaube aber, die Leute, die sich sehr fotogen halten, die sind es auf alle Fälle nicht. Also am liebsten sind mir die sagen, ich bin nicht fotogen. Erstens ist es mehr Reiz. Und zweitens stimmt es meistens nicht. Es stimmt sehr, sehr, sehr selten. Also meistens sind es eben Leute, die sehr auf ihr Äußeres schauen, die sind nicht fotogen, weil sie unentspannt sind. Die Leute, siehst du die Frau da? Franz, ich wollte schon einmal weg, ich habe die Homepage nämlich schon aufgemacht. Und ach so. Ich sage, ja, dann kannst du was dazu sagen, weil ich bin nämlich schneller. Okay. Dann brauchen wir jetzt, wir sehen die gerade wieder nicht so, da können wir da jetzt... So, beenden. So, warte, jetzt schalte ich mich wieder da dazu. Ja, sonst sage ich noch was dabei. Ja, das kannst du sagen und ich schalte wieder um. Ja, mit der Bild, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, wir sind so alle auf der Suche nach dem Perfekten, gerade bei der Bildbearbeitung. Ich habe in den letzten Jahren so viele Plakate mir angeschaut und habe mir gedacht, es ist aber in den 90er Jahren auch schon so gewesen, ne? Dass alles so perfekt sein muss. Ja? Und diese perfekten Bilder, die sind sowas verunspannend, weil man nichts entdeckt. Ich habe zum Beispiel einmal Erfolg gehabt für ein Plakat, eine Frau, also für eine Messe, eine Frau mit einer Kuh zu fotografieren. Also das war so ein Braunvieh, junge Kuh. Und ich habe eine gefunden mit Härndl, ja. Und daraufhin haben wir gesagt, das geht nicht, weil die hat Härndl. Sag ich, bitte, was heißt das jetzt? Na, die haben heutzutage keine Härndl mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Sag ich, hat das echt der Bus gestraft? Das gibt es ja nicht. Ich fotografiere das sicher mit Härndl. Ja. Okay, dann habe ich die mit Härndl fotografiert und dann war es so, dass genau zwischen der Frau, also das Foto, was ich abgegeben habe, zwischen der Frau und der Kuh ein Fliegen geflogen ist. Und ich habe mir gedacht, super. Das ist endlich, man schaut aufs Plakat und die denken, aha, die haben es vergessen zum Wegretuschieren oder sie entdecken es einfach. Ja, sie haben es wegretuschiert. Ja, ich bin mir jetzt geärgert, aber ja. Weil es halt perfekt sein muss. Ja. Und die perfekten Bilder, die sind so unspannend und darum ist unsere Werbung generell unspannend. Ja. Also es berührt uns auch nicht mehr. Ne. Es gibt sehr wenige Werbeschaltungen oder Werbeplakate, die uns wirklich berühren. Ja, weil es eben so überperfekt sind.
So, jetzt hoffe ich, dass ich gleich so weit bin. Ich kann mir nämlich mein Foto interessanterweise nicht groß machen. Ja. Sekunde, ich sage nur eins zu dem. Ja, du darfst. In anderen Bereichen. Mein Neffe hat jetzt ein Haus gebaut, so mit Flachdach und so weiter. Und die ganze Siedlung baut gleiche Häuser. Ich meine, sie bauen generell gleiche Häuser. Ich brauche in diese Häuser gar nicht einige, weil ich genau weiß, wie schaut es, ich weiß genau, wie es da drin ausschaut. Und die Hygiene und ich bin nie überrascht. Es ist alles so perfekt. Das ist so perfekt alles, das ist grauslich. Ja. Witzigerweise kann ich mein Video nicht groß machen, weil ich habe das Fenster. Aber Franz. Aber das ist alles eine subjektive Meinung von mir, das hat keine allgemeine Gültigkeit. Sehr klar. Ich persönlich finde es halt spannender, wenn was nicht perfekt ist. Ja. Aber ich habe. Frage, aber die Frage ist, ist perfekt sein schon ein Bereich der Ethik, wenn ich es so perfekt mache, oder nur eine Sache des Stils? Ethik wäre ja, wenn ich was eine falsche Bildaussage hinein projiziere. Ja. Ich finde, oh ja, es ist schon eine Frage der Ethik auch. Wenn alles perfekt sein muss, dann ist das schon eine Frage der Ethik. Nicht? Und gerade in der Bildbearbeitung, wenn das so perfekt sein muss, dann hat ja die Wahrheit eigentlich keinen Platz mehr. Ja, in der Ethik spricht man ja von der Unterscheidung von Gut und Böse, also oder Schlecht und Gut. Das ist ja unser Handeln als gut oder schlecht beschrieben wird. Und das Handeln eines perfekten, wenn es mir gelingt, ohne es zu retuschieren, ein perfektes Bild hinzukriegen, ist es ja nicht per se nicht böse. Was also im Auge des Betrachters perfekt, also sehr symmetrisch oder was auch immer. Ist symmetrisch perfekt? Nein, finde ich nicht. Das ist, im Gegenteil, es kann sehr fad sein. Also es gibt Gesichter, wo ich mir denke, die sind perfekt. Eine alte Frau letztens, die ist perfekt, aber sie entspricht überhaupt nicht dem Schönheitsideal. Sie ist nicht symmetrisch, gar nichts. Aber sie ist, für ihre Art ist perfekt. Das ist perfekt, das, was da ist. Franz, kannst du mal schauen, du blockierst gerade irgendwie unser Zoom, ob du hast da noch irgendein Fenster offen oder so? Ich kann nämlich jetzt interessanterweise mein Fenster nicht groß machen. Ich werde jetzt einmal probieren. Ich gebe jetzt einmal am Bildschirm frei und dann. Okay. Ja, jetzt funktioniert es, aber wir sehen deinen. Ja, aber das ist nicht meiner. Moment einmal. Das ist meiner, ist auch nicht. Ja, aber dann werden wir den gleich einmal. Das ist meiner. Ich habe euch die Webseiten daher. Ja, das ist super. Warte mal, jetzt werden wir das mal beenden, weil wir sollten jetzt mal wieder irgendwie. Ihr wollt ja die Webseiten vom Franz haben. Genau, ja, das ist die. Genau, aber ich wollte das natürlich gezielt ein paar Fotos aussuchen. Und das Interessante ist ja, warte mal, ich schaue, dass ich jetzt nur mal rausschmeiße. Ja, ich bin schon weg. Okay, du bist schon weg, weil die Frage ist, warum ich nicht groß werden kann. Das ist mein. Ja, aber sonst sucht das ich. Ja, passt, dann suchen wir es noch einmal. Und ich schaue dir mal, was du hast. Darfst du neu aufmachen, dann darfst du den mal groß machen. Und welches müssen wir da hernehmen? Gehst auf, da. Oberumberg. Oberumberg ist der. Genau, da gehst du eine. Da kannst du dann nacheinander durchklicken, da sieht man die Fotos, finde ich ganz gut. Da sieht man den Franzen-Stil, so wie er eigentlich arbeitet. Und ich kann bleiben, mal stehen da bitte. Weil ich glaube, das ist jetzt gerade einfach so die Kunst, dass die Leute dann auch aus der Reserve zu locken, dass man sozusagen auch dann solche Bilder zusammenkriegt. Ja, aber ethisch gesprochen wäre Street-Fotografie oder Fotografie, wenn sie es jetzt nicht wüssten, schon ein Problem. Weil genau das ist ja die Grenze. In dem Fall werden sie es gewusst haben, da wir es mit denen gesprochen haben. Aber viele Leute posen dann oder kriegen es nicht mehr hin. Und Street-Fotografie ist aus meiner Sicht schon wieder, wenn ich die Leute nicht frage, sehr an der Ethik, am ethischen Bereich. Aber die haben ja gewusst, dass fotografiert werden. Das ist eh ganz wichtig, dass man die Leute fragt. Also zumindest, dass man es, ich meine, es gibt Situationen, wo man sagt, das will ich jetzt nicht stören, ich mache einfach ein Foto, ja? Weil sonst ist die Situation vorbei. Aber zumindest nachher haben sie schon das Recht zu erfahren, ich bin fotografiert worden und ob sie was dagegen haben. Also das ist das Mindeste. Und dann habe ich, dann sehe ich kein Problem. Nicht? Wenn die Leute das wissen, okay, ich bin fotografiert worden, heutzutage hat man die Möglichkeit, dass man einer das Foto eben sofort sagt und sie so sagen, ja, also es ist mir schon oft passiert, dass sie sagen, nein, das möchte ich nicht. Dann sage ich, okay, lösch sofort, sehr klar, sehr kein Thema.
Also das ist ja ganz klar gesetzlich geregelt, nicht? Ich meine, also es ist eine Person öffentlichen Interesses, nicht? Aber bei Privatpersonen muss das eh so sein. Also das, da ist die Ethik für mich eh ganz klar gesetzlich geregelt. Ich glaube, dass es ein Zwischenspiel wird. Also die Street-Fotografie wird sich vom Gesetzlichen her eigentlich relativ aufhören. Also dass ich irgendwo bei... Also, ja, aber, ich weiß, aber das war ein Kalenderprojekt, wo die Leute alle gewusst haben, dass fotografiert werden. Also das ist jetzt in dem Sinn keine Street-Fotografie. Aber die Kunst ist vielleicht da, dass man jetzt authentische Fotos kriegt, obwohl die Leute wissen, dass ein Fotograf da steht mit einer großen Kamera. Ja, ich will aber meine Zeit da nicht. Also nein, gehen wir einfach den Partner. Ich glaube, ich würde die anderen auch gerne zu Wort kommen lassen. Ja, also. Ja, genau. Na gut, das Foto mit der Sense hätte ich noch gern gesagt, mit dem Mann her, aber ist egal. Franz, dann werden wir mal den Walter einmal da ausschmeißen. Ja, jetzt werde ich hier mal schauen, dass ich da mit meiner Technik wieder irgendwie klarkomme. So. Bin schon weg. Gut. Und jetzt werde ich mir einmal groß machen und mal schauen, was jetzt los ist, ob es jetzt endlich geht. So. Weil dann würde ich nämlich gleich mal. Dann will ich nämlich gleich mal die Eva bitten, dass du deinen Bildschirm freigibst und dir einmal groß machst. Und ich sage dabei einmal ein paar Worte zur Eva. Die Eva habe ich kennengelernt im Segadeier Park. Das war eine ganz interessante Sache. Sie hat dann mit ihrem Freund fotografiert. Und also sie war ein Model sozusagen. Und ich habe dann ersucht, ob ich ein Foto machen darf. Und dann haben wir uns eigentlich so ziemlich gut verstanden. Und seitdem haben wir da Kooperation. Eva, ich würde es gleich an dich übergeben. Du kannst gleich mal. Wolltest du nicht noch was zeigen vorher oder soll ich direkt? Warte, ich kann jetzt gleich. Ah, ja, okay. Ich kann gerade nicht. Kannst du mal. Franz, du bist uns irgendwie. Der Video ist kein die Sicht auf irgendwas. Ich weiß nicht, was du tust, aber. Ich tue gar nichts. Aber dann gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei, oder? Wenn der Franz kurz aussteigt und wieder einsteigt, vielleicht ist dann alles gelöscht. Ja, probier das einmal vielleicht. Genau, steig einmal komplett aus dem Meeting und schreib mir mal ein. Das wäre jetzt vielleicht eine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber. Haben wir interessanterweise noch nie gehabt. So, okay. Passt. So, warte, schauen wir mal. Jetzt sehen wir dich bzw. deinen Hintergrund. Ich werde das mal umschalten, aber jetzt geht's. Ist jetzt groß, oder? Ja man sieht. Super, warte, nein, weil es sollte ja. Perfekt, ja. Es sollte ja jetzt nochmal. Wow. Wie unscharf schaut so aus, gell? Ja, aber das ist, weil es eben so klein ist. Ach so. Also, okay, jetzt gehen wir da mal nur auf die, machen wir das einmal groß. So wie die Eva kennengelernt im Segadeier Park. Und die Eva hat eben eine Vorliebe für Mangas, für Cosplay. Und aber an der Stelle würde ich jetzt wirklich übergeben, weil das kannst du viel besser erklären, was das ist. Ja. Und, okay, dann tue ich mal meinen Bildschirm auch freischalten vielleicht. Wie mache ich mich selber groß? Du wirst schon groß, genau. Warte mal. So, ich lade mal mein erstes Bild. Das hat jetzt nicht viel damit zu tun, aber es ist wurscht. Seht ihr das jetzt, oder? Dann mach es einmal groß. Wir sehen jetzt einmal die Übersicht. Kannst du einmal groß machen. Mach einmal einen Doppelklick, dass es einmal groß ist. Also bei mir ist es jetzt schon groß. Warte mal. Seht ihr das jetzt? Ich mache jetzt einmal eine Anfrage, ob ich fernbedienen darf. Wir sind noch immer deinen ersten Fenster. Wenn du ein zweites Fenster öffnest, sehen wir das erste noch. Große Fenster da drüber schieben. Warte, ich kann da schon steuern, glaube ich. Dann müsstest du einmal einen Doppelklick auf das Bild 2 machen, Eva. Dann müsste es groß werden. Warte mal kurz. Es ist immer so schwierig. Ja. Probier bitte nochmal einfach an. Nein, es steht jetzt ferngesteuert, darum kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Okay, warte mal, dann kann ich das vielleicht machen. Gut, dann gebe ich die Fernsteuerung wieder ab. Dann darfst du wieder. Ja, so, okay, jetzt probier es bitte nur einmal. Moment. Jetzt nochmal schließen. Okay. Seht ihr das jetzt in groß? Ja, das schau, wunderbar. Ja, also der Karl hat schon kurz angesprochen, also wir haben uns vor ein paar Jahren in einem Park kennengelernt, wo ich recht auffällig gekleidet war und er hat mich dann einfach angesprochen und gefragt, ob er mich fotografieren darf. Ich habe damals noch nicht selber fotografiert oder nicht so wirklich. Mittlerweile bin ich selber Berufsfotografin.
Ich erzähle euch einfach mal kurz, was ich so mache. Also ich habe mich spezialisiert auf eigentlich auf Frauenporträts, auf emotionale Frauenporträts. Ich fotografiere aber auch sehr viele Kinder. Männer sind selten vor meiner Kamera. Die sind ab und zu mal bei einem Familienshooting dabei oder bei einem Schwangerschaftsshooting, aber eher nur Beiwerk, wenn es sich nicht vermeiden lässt auf meinen Bildern. Ansonsten, ich fotografiere sehr viele Privatkunden, arbeite aber auch immer wieder mit Agenturmodels zusammen, habe auch Shootings schon gemacht für Designer, also Auftragsshooting für Designer und so weiter. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Bilder, damit ihr seht, was ich so mache und dann, wie ich das mit der Ethik sehe, beziehungsweise wie ich das handhabe. Also ihr seht da eh schon das erste Bild. Das war ein freies Projekt und ihr seht, also so Sommersprossen, Muttermale und sowas entferne ich überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich total schön und finde, dass das den Charakter auch total unterstreicht. Also ich finde das jetzt total schrecklich bei diesem Mädchen da, dieses Gesicht, ich sage jetzt mal, frei zu retuschieren. Was ich schon mache, ist eben so die Farben anpassen, solche Sachen, wie man es aber bei dem Bild ist jetzt eigentlich kaum ausgemacht in Wirklichkeit. Weil wir vorhin gesprochen haben, von wegen, ja, was wollen die Leute, was nicht. Also ich lasse mir das immer vertraglich auch absichern, damit dann keiner meckern kann. Ja, dann zeige ich euch noch ein Bild. Das ist aus einem Fashion-Shooting mit einem Model. Das Model selber habe ich auch nicht verändert. Die schaut so aus. Ich habe da wirklich nur die Farben ein bisschen angepasst. Und wenn ich ranzoome, seht ihr das, wenn ich ranzoome? Ja, oder? Mhm. Ja. Also ihr seht da noch genau die Sonnenpunkte im Gesicht. Ihr seht ihre leichten Sommersprossen und alles. Also da habe ich wirklich gar nichts verändert. Und ja, es ist auch nicht nötig, natürlich. Aber das war perfekt in dieser Schichtung, auf jeden Fall, dass ich das selber geschminkt. Bei dem weiß ich gar nicht, sie hat sich, glaube ich, selber geschminkt. Ich muss dazu sagen, ich arbeite eigentlich so gut wie nie mit Visagisten. Im Gegenteil, ich finde das immer ganz schrecklich, weil die teilweise mir die Models einfach so verunstalten. Also ich sage mal, 98% der Fälle ist das einfach Hausgebrauch. Make-up, also Model leicht geschminkt. Ich bitte meine Models auch immer, also bei freien Projekten, wo ich mir eben aussuchen kann, wie sie auszusehen haben, bitte nicht die Haut überschminken, mit irgendwelchen, ich schmink mich selber so wenig, darum kenne ich mich auch nicht wirklich aus mit Make-up, ich habe selber Sommersprossen. Aber die meisten schmieren sich halt so, wie nennt man das, Foundation, glaube ich, schmieren sich halt immer so Foundation ins Gesicht, das finde ich ganz schrecklich, weil das macht dann die Fotos auch so platt und dann ist eben nichts mehr zu sehen von Muttermalen und Co. Und ja, bei Visagisten ist das halt, ja, ich sage mal, eher Standardprogramm und da muss man dann immer eher sagen, ja, bitte nicht, bitte nicht. Ja, also ich brauche für die Art der Fotografie, die ich mache, brauche ich keine Visagisten im Normalfall. Also das ist eher eine Seltenheit. Ich kriege sehr viele Anfragen von Visagisten, aber ich muss die dann immer ablehnen, weil ich habe einfach den Mehrwert da nicht. Ne? Ja, da habe ich noch ein Bild, das ist die Nadine. Das ist jetzt, das vorige Mädel zum Beispiel bei einem Agenturmodel, die schaut halt einfach so aus. Das ist ein ganz normales Mädchen von nebenan, die ist, keine Ahnung, 1,60 groß, also jetzt absolut keine Modelmaße oder irgendwas. Die habe ich mir ausgesucht, weil mir einfach ihr ausdrucksstarkes Gesicht einfach total gefallen hat. Und die hat auch so ein bisschen, ich weiß nicht, die Augen sind so ein bisschen, ich will nicht sagen schief, aber doch irgendwie ungewöhnlich und interessant. Und das fand ich einfach wahnsinnig schön bei der. Und mit dem Bild habe ich auch gewonnen bei dem Berufsfotografen Niederösterreich. Bei der Ausstellung wurde das dann auch gezeigt. Das war vor 2 Jahren. Letztes Jahr habe ich mit einem anderen Bild gewonnen, aber das habe ich jetzt dann nicht drinnen. Genau, da habe ich ein Mama-Kind-Bild. Hier habe ich die Lichter ein bisschen angepasst. Das sind schon so Sachen. Also ich arbeite an sich sehr viel mit Photoshop. Ihr werdet das dann gleich sehen, wenn ich jetzt weitergehe. Aber bei sowas, was soll man da großartig bearbeiten? Also ja, du legst sehr viel Wert auf Licht. Ich lege sehr viel Wert auf Licht. Ich mache sehr viel mit Gegenlicht. Das ist ein typisches Eva-Bild, sage ich mal. Also so typisch Gegenlicht und irgendwie auch noch auch natürlich und das Kind, das lacht und auch so diese fliegenden Haare. Ich würde nie auf die Idee kommen, da jetzt diese fliegenden Haare wegzuretuschieren. So, ja, jetzt kommen meine Gründe, warum ich Photoshop benutze und beziehungsweise was ich damit mache. Ich habe da sehr unterschiedliche Herangehensweisen und ihr werdet sehen, es wird dann immer mehr und mehr und mehr. So, also mein Grund Nummer 1 ist die Bildstimmung. So, da zeige ich euch mal dieses Bild. Das ist auch in einem kleineren Fashion-Magazin als Serie entstanden von 4 Bildern. Ich habe jetzt nur dieses rausgepickt aus der Serie. Also auch das Picton-Magazin. Ja,
an sich, was soll ich dazu sagen? Ich zeige euch einfach mal das Vorherbild. Ja, ich habe einfach den Himmel verändert in Wirklichkeit. Ja, das ist, ich meine, ich kann jetzt natürlich warten, bis so ein Himmel daherkommt, aber das ist halt immer, meine Shootings sind halt immer geplant. Das heißt, ich suche mir wirklich Models und dann machen wir uns einen Tag aus und ich muss halt dann einfach nehmen, was da ist. Und ja, es macht einfach was in der Bildstimmung aus und ich sehe das zum Beispiel dann eben anders als der Franz. Warum nicht? Ne? Also das ist dann so meine Herangehensweise. An die Mädchen selber habe ich ja, wie ihr sehen könnt, an dem Bild eigentlich nichts verändert. Ich habe sie weder größer gemacht, noch schlanker, noch irgendwas. Es ist übrigens auch kein Agenturmodel oder irgendwas, es ist ein ganz normales, hübsches Mädchen von nebenan. Ja, so um die 1,65. Schlank, hübsch, aber jetzt nicht irgendwie ein Topmodel, sage ich mal. Du hast ja da ein Händchen. Ja. Du wirst ja oft angeschrieben. Auch ja, von... 20 Minuten wird es noch dauern. Okay, warte mal, da haben wir noch irgendwen, der da... Geht schon mal. Nein, was ich noch sagen wollte, Eva, aber du hast ja ein gutes Händchen für die Auswahl. Und ich glaube, die schreiben ja viele, viele Frauen an und junge Frauen, die von dir fotografiert werden wollen. Ja, ich mache eben sehr viele freie Projekte auch, um meine Kunstprojekte irgendwie zu machen. Das suche ich mir halt dann schon auch speziell für das Projekttypen aus. Aber ich gehe mal kurz auf das Bild ein, um wieder auf die Gründe zurückzukommen, warum ich Sachen in Bildern ändere. Hier ist es ein ganz praktikabler Grund. Was glaubt ihr, was ich an dem Bild verändert habe? Ideen, Vorschläge, ich weiß nicht, ob jemand sprechen kann. Also, die Farben, ja, natürlich. Klar. Der Hintergrund ist zu schnell, also zu abrupt unscharf für einen natürlichen. Du hast okay. Recht, richtig. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ist es im Original ist es einfach, da ist kein Kürbisfeld, da liegen nur ein paar Kürbisse. So, Grund ist natürlich, ich müsste jetzt das Mädel backen, das ist 4 Jahre alt, und irgendwo ein Kürbisfeld suchen, weil ich natürlich ein Kürbisfeld will, weil das genau zu diesem Kleid passt und das genau meine Idee ist. Das Mädchen wird spätestens nach 30 Minuten Autofahrt sehr unleidig sein und dann auf das Shooting keine Lust mehr haben. Ja, ja. Es hat also auch einfach praktische Gründe, warum ich jetzt das ist die Tochter von einem Freund, die haben uns einfach besucht. Wir sind an den Feldrand da bei uns gegangen, bei der Haustür raus, haben das Mädel da hingesetzt und haben schnell ein paar Fotos gemacht. Also gerade bei Kindern überlege ich mir dann eben, wie ich das kurz und schmerzlos mache, weil ich möchte ja nicht, dass die Kinder die Lust am Fotografieren bzw. am Fotografiert werden auch verlieren. Ne? Und dadurch mache ich dann sowas auch. So, da kommen wir schon eher in diesen künstlerischen Bereich rein, wo ich sage, solche Bilder bezeichne ich dann auch nicht mehr als Foto, sondern als Bild. Mhm. Es geht einfach, für mich hat das nichts mehr mit dem Foto an sich zu tun und so kommuniziere ich das auch. Das ist einfach für mich... ja, das fällt schon unter künstlerische Freiheit. Also ich will einfach etwas zaubern, was es so nicht gibt. Ich zeige euch hier kurz das Vorherbild. Du, Eva, da ist eine Frage von der Brigitte, ja. Ob du das mit Luminar gemacht hast. Aber ich glaube, das ist Photoshop, oder? Ich verwende tatsächlich nur Photoshop. Ich verwende auch kein Lightroom, ich verwende nur Photoshop. Ausnahmslos. Und nur ganz kurze Frage und vielleicht eine Anmerkung, weil es ist ja auch so, wenn man sie von der Eva fotografieren lässt, dann weiß man ja ganz genau, was man bekommt. Weil du behauptest ja nicht, dass die Bilder nicht bearbeitet werden, sondern du hast ja das im Vorhinein eigentlich sehr also klar. Also die meisten Leute, die mich buchen, die wollen genau sowas wie auf diesem Bild. Also die wollen ein Bild, das sie sich an die Wand hängen können. Die wollen was Besonderes, die wollen was Außergewöhnliches und nichts, was sie jetzt selber mit dem Handy, sage ich jetzt mal, hinbekommen. Ja, aber Eva, du machst eine Bildaussage, die geplant ist, die du genau aussagen willst. Du veränderst ja nicht ein natürliches Geschehen in eine andere Aussage. Genau und so damit ist es perfekt, damit ist es super, oder? Es hat ja dann also auch kein ethisches Problem. Richtig, ich bin da auch total bei dir. Also ich finde das total unmöglich, wenn irgendwie bei Reportagen oder bei Zeitungsbildern was verändert wird. Das finde ich einfach völlig unmöglich und das ist auch mein Verständnis von Ethik, dass ich sage, das geht gar nicht. Aber da bin ich jetzt eben wirklich schon in diesem künstlerischen Bereich. Der Grund, warum wir das hier jetzt auch so gemacht haben bei dem Pferdebild, ist natürlich auch wieder Pferd, Nähe vom Stall, die Pferdebesitzerin muss Zeit haben, das Model muss Zeit haben. Ich kann mich jetzt 3 Wochen hinstellen und warten, bis der Sonnenuntergang irgendwann kommt, aber ja, der wird wahrscheinlich nie kommen. Ne? So. Gut, dann jetzt sind wir schon beim zweiten Grund, warum ich Photoshop hauptsächlich verwende. Dann bin ich eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, künstlerische Freiheit. Also ich plane sehr viel, ich mache wirklich so richtig inszenierte Fotografie.
wofür ich mir dann eben wirklich genau alles vorher überlege. Hier zum Beispiel. Ne? Ich zeige euch jetzt dann gleich mal das Vorherbild. So schaut das vorher aus, das Bild. Ich habe an dem Mädchen nichts verändert. Also ich habe die weder... habe ich irgendwas verändert an mir? Nein, ich glaube, ich habe nichts verändert an mir. Also die hat auch zum Beispiel wunderschöne Sommersprossen und ja, da hätte ich vielleicht die Augenringe noch ein bisschen wegmachen können, aber ja. Das Kleid hat mir im Original die Farbe nicht gefallen. Das ist halt auch, natürlich hätte ich lieber ein rotes genommen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach keins. Das ist mein Kleid, möchte ich dazu sagen. Also ich habe auch einen riesengroßen Kleiderfundus und kleide die Models meistens mit meinen Kleidern ein. Ja, und damals hatte ich einfach noch kein rotes Kleid und darum haben wir dann das Rosane genommen und habe es dann umgefärbt und eben die Geschichte mit den Flügeln. Ja, das ist ein Bild von der Johanna. Die kennen vielleicht einige von euch eben auch von der Fotoschule. Du hast irgendein Fenster da drinnen, das so im Bild ist, ein gelber Rahmen. Vielleicht kannst du den wegmachen. Ich weiß nicht, was das ist. Sonst notfalls gibst du den, ich blende ihn noch einmal aus und gebe den und dann gibst du den Monitor einfach nochmal frei. Ja, mach gerne. Ich probiere es nochmal aus. Ja, genau, gib ihm einfach nochmal neu frei, bitte. Ja, warte mal. Schön freigeben. Seht ihr das jetzt wieder, oder? Ja. Ah ja, okay. Ja, also wie gesagt, das ist die Johanna, die habt ihr sicher schon auf Bildern von der Fotoschule auch gesehen. Die ist ja da auch sehr aktiv als Model dabei. Ja, also hier war ganz klar, ich wollte ein Ophelia-Bild erschaffen. Also so wie diese typischen alten Meister, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja alle möglichen Ophelia-Gemälde. Und dementsprechend habe ich das dann auch ein bisschen so in die Richtung bearbeitet, dass es auf den ersten Blick so ein bisschen wie ein Gemälde aussieht. Ne? Das ist, aber wie gesagt, das hat dann eben auch für mich nicht mehr so viel mit Fotografie zu tun, beziehungsweise da ist das RAW, beziehungsweise die RAW-Datei für mich eigentlich nur noch tatsächlich das, was es ist, nämlich das Rohmaterial, mit dem ich dann erst anfange zu arbeiten. So sehe ich das. Ne? Ja. Jetzt kann ich nicht weiterklicken, das ist unfreundlich. Oh ja, ja genau. Das ist ein Cosplay-Bild, das ist also quasi ein Kostümbild. Es gibt viele Jungen und Mädchen, sage ich jetzt mal, aber auch Ältere, die sich verkleiden in ihre Lieblingscharaktere von irgendwelchen Serien und so weiter. Ich muss sagen, ich selber habe das nie gemacht, aber ich finde es immer wieder interessant, auch solche Leute zu fotografieren. Da retuschiere ich dann teilweise auch mehr, weil ja, es stellt einen unnatürlichen Charakter aus einer Serie dar, den es nicht gibt. Das ist irgendwie, ich kenne die Serie gar nicht. Mir hat das Mädel einfach nur gefallen in ihrem Outfit. Das war bei einem Event, muss ich dazu sagen. Ja, das ist irgendein ein Geist, ein Spirit, sage ich mal. Und da hat es auch einfach, finde ich, gepasst, dass man das ein bisschen stärker bearbeitet. Die Augen habe ich nicht so bearbeitet. Die hat tatsächlich so blaue Kontaktlinsen getragen, die auch irgendwie die Augen so ein bisschen vergrößern. Ja. Gut, jetzt kommen wir zum Photoshop-Grund Nummer 3. Das ist dann jünger, schlanker, größer. Das sind die Kundenwünsche und andere Ärgernisse. Da sind wir jetzt dann bei dem Punkt, Kunden haben natürlich, also wenn ich freie Projekte mache, bestimme genau ich, was, wer, wie, wann anzieht, wo wir hingehen und auch die Retusche, ob da jetzt das Muttermal drauf bleibt oder nicht, das entscheide ich. Bei Kundenshooting ist es tatsächlich anders. Wie soll ich sagen, es hat da jeder ein anderes Empfinden und ich verstehe schon, dass Leute, wenn sie sich ein Bild, also wenn sie eine Fotografin buchen, um sich die Bilder nachher an die Wand zu hängen, kann ich das schon verstehen, dass sie dann vielleicht die verhasste Warze, die sie vielleicht irgendwo haben, die sie jetzt vielleicht in einem Jahr wegmachen lassen wollen beim Arzt, aber es noch nicht getan haben, verstehe ich, dass sie die weghaben wollen auf dem Foto. Und das mache ich dann natürlich. Ja. Ich meine, es gibt dann immer wieder so Härtefälle, hatte ich dann schon auch. Das ist dann schon, wo meine Schmerzgrenze dann auch ist. Also ich hatte eine zum Beispiel, die, wie alt war die? Die glaube, sie war 60. Ja, die hat gemeint, sie möchte gerne 20 Jahre jünger ausschauen. Nein, oder 30 überhaupt. Am liebsten hätte sie wie 20 ausgesehen. Ja, da habe ich dann schon einmal schlucken müssen, weil das war natürlich so nicht ausgemacht. Und normalerweise mache ich das auch nicht in der Art und Weise. Ich habe es dann doch gemacht. Am Anfang habe ich das eigentlich abgelehnt, wie ich sie kennengelernt habe bei dem Shooting. Aber ich habe dann im Laufe des Shootings einfach gemerkt, okay,
die lebt ein bisschen in einer Traumwelt. Die war früher Model, ist ein deutsches ehemaliges Model gewesen. Und die braucht das einfach für sich selber, dass sie das irgendwie noch aufrechterhalten kann, dass sie noch so aussieht. Also habe ich ihr diesen Gefallen getan. Ja, why not? Ich sage mal so, es tut niemandem weh. Ne? Also veröffentlicht habe ich diese Bilder allerdings nicht. Ich werde sie euch hier auch jetzt nicht zeigen, weil ich natürlich keine Vorher-Nachher-Bilder von meinen Kunden jetzt herzeigen möchte. Ne? Ja. Aber das ist eben, da muss man eben dann schon überlegen, finde ich, eigene, wie soll ich sagen, da muss man einfach ein bisschen abwägen zwischen Ethik, persönlicher Meinung und auch zwischen dem Nutzen, was hat der, oder was tue ich dem Menschen damit an, der dann auf dem Bild ist, sage ich einmal. Ne? Ich glaube, das Problem, Eva, ist, wenn man es kommerzielle Interessen hat, dann muss man da sagen, okay, wie weit gehe ich, ich möchte natürlich nicht verlieren. Ich glaube, das ist auch noch so ein Spannungsfeld, das dann noch dazukommt. Ja, wo ich sagen muss, also was ich, wo ich dem Franz auch absolut zustimmen muss, ist zum Beispiel, ich fotografiere keine Menschen, die mir höchst unsympathisch sind. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich ein Shooting abgebrochen, ein Kundenshooting. Da habe ich dann wirklich auf meine 400-500 Euro verzichtet, dass mir das gebracht hätte. Kurze Story dazu, das war ein Kindershooting, ein Bub, ein Mädchen. Den Buben kann ich mir jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Im Fokus war eh das Mädchen. Also sie wollten halt hauptsächlich Bilder von dem Mädchen haben, hatten dem ein hübsches Kleidchen angezogen, bibabo. Und das hatte dann überhaupt keine Lust, was auch völlig in Ordnung ist. Und ich habe gesagt, lass das Kind doch einfach ein bisschen spielen. Wir waren auf einer Blumenwiese. Das gibt sich dann meistens nach ein paar Minuten. Ich kenne das aus Erfahrung. Man kann wunderschöne Kinderbilder machen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Es ist einfach überhaupt nicht nötig, die Kinder zu zwingen, dass sie da jetzt in die Kamera lächeln. Und der Vater, der war richtig, richtig ungut. Der hat das Kind dann angeschrien und so, wenn du jetzt nicht in die Kamera schaust und lächelst, dann nehmen wir dir deine Barbie weg und was weiß ich, was an Strafen angedroht und das Kind war nur noch am Schreien und am Brüllen und am Weinen und ich habe das Shooting dann abgebrochen und gesagt, Leute, so geht das nicht. Ja, also das, da habe ich dann schon meine Grenzenkunde hin oder her, also, aber das ist das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist. Also da war ich dann auch echt schockiert, muss ich sagen. Da habe ich dann meine Sachen wirklich gepackt und bin gegangen. Wurde dann aber auch akzeptiert. Ich nehme an, Sie haben dann auch verstanden, dass das eh keinen Sinn hat. Ich gehe mal weiter einen Punkt, und zwar ja, Instagram, Fotograf und die alten Meister. Das ist nämlich so der Punkt. Ich sage mal so, das ist nicht alles erst seit Instagram, dass sich die Leute verschönern, weil seien wir uns ehrlich, diese ganzen Gemälde, die sind auch nicht unbedingt so originalgetreu. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, weil es mich interessiert hat. Die Zeit vom Übergang von der Malerei, also der Porträtmalerei, im Übergang in die Fotografie damals, waren die Leute erstmal gar nicht so glücklich. Also da ist es sehr oft vorgekommen, dass die Leute das überhaupt nicht toll gefunden haben, wie sie auf den Fotos ausschauen, weil das ihnen einfach zu realistisch abgebildet war. Und das war ja dann damals schon so, dass die Fotografen eben auch auf ihre Kunden eingegangen sind und gesagt haben, das hat man damals, glaube ich, mit so Pinseln hat man auf den Negativen dann gemalt, um eben kleinere Änderungen vorzunehmen. Da vielleicht eine ganz kurze Anmerkung, Eva. Ja? Und zwar, man hat also dann auch, also man hat negativ und positiv Retusche gemacht. Das heißt, man hat also dann einfach mit einem Skalpell auf einer großen Firma 5 Inch negativ gekratzt. Und das habe ich heute auch noch nachgelesen. Also man hat bis 1910 auch Zeitungsfoto retuschiert. Das heißt, da ist dann quasi der Fotograf gesessen und hat also sozusagen am Schwarz-Weiß-Bild dann einfach positive Retusche gemacht. Und das war ein üblicher Vorgang. Ja, ich wollte immer auch aufzeigen, dass das eigentlich schon immer gang und gäbe war und dass eigentlich viele dieses neumodische Verfluchen und so tun, als ob das alles erst irgendwie mit Instagram und mit Photoshop aufgekommen wäre, aber das ist einfach nicht so. Das muss man auch mal an der Stelle festhalten. Ja, Instagram selber ist, empfinde ich schon als ein gewisses Ärgernis. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum man ständig Selfies von sich posten muss und diese ganzen Filter. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Instagram-Filter verwendet. Gut, ich bin auch einfach da nicht in der Zeit geboren, glaube ich. Ich meine, ich muss selber dazu sagen, ich bin jetzt 37, fast 38. Das ist auch nicht mehr jetzt mein... da bin ich schon zu alt dazu, dass ich da irgendwie anfange, irgendwelche Selfies und irgendwelche Filter dann über meine Fotos zu hauen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das Problem ist einfach,
die Leute erwarten dann oft einfach auch, dass sie auf Fotos so ausschauen. Und das ist halt dann immer so ein bisschen ein Zwiespalt. Was mache ich mit denen? Ne? Ich meine, klar, die Leute buchen mich, weil ich einen bestimmten Stil habe. Und ich sage mal so, es wird keiner bei mir buchen, der irgendwie will, dass ich seine Sommersprossen komplett wegretuschiere, weil er sieht ja quasi auf all den Bildern, dass die nicht wegretuschiert sind. Also warum sollte er mich buchen? Da gibt es genug andere Fotografen, die komplett auf Plastik und Chemie setzen, sage ich jetzt mal. Wieso sollte er zu mir kommen? Also ich hatte das Problem noch nicht. Ja, so kleinere sagen halt, ja, der Arm ist hier zu dick und hin und her, mache ich alles. Ich muss sagen, ich schaue dann immer schon bei den Shootings selber, spreche ich das an oder schaue, ob die Kunden das selber ansprechen, damit ich dann einfach schon ungefähr weiß, was wollen die. Es gibt welche, die sagen, nein, ich will genauso ausschauen auf den Fotos, dann auf den fertigen mich ausschauen, ich will eben nur diese Magie dazu haben. Es gibt da eben auch welche, ja, also die Nase ist mir dann doch ein bisschen zu lang und von der Seite ist es dann irgendwie, ja mein Gott, dann machen wir die kleine Kuppe halt weg, die Kundin ist glücklich, ich persönlich hätte es wahrscheinlich gelassen, aber ich sage mal so, wenn es um Kundenaufträge geht, dann geht es halt um Kundenaufträge. Ich zeige euch dann gleich noch ein paar kleinere Beispielbilder, aber ich habe noch einen dritten Punkt, ja, persönliche No-Gos zum Beispiel, also was bei mir gar nicht geht, ist so Sachen wie das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, diese kurze Programmvorführung. Von wem weiß ich jetzt nicht mehr, Karl, weißt du, wer hat das? Michael hat das gezeigt. Genau, der Michael. Ich finde das irrsinnig interessant und es geht auch bei Instagram im Endeffekt genauso. Oder ich kenne mich bei Instagram selber, glaube ich, nicht. Da müsste man irgendwelche Apps runterladen. Ich muss gestehen, da kenne ich mich zu wenig aus damit, weil ich das selber nicht mache. Aber Faktum ist, ja, man könnte jetzt Bilder sehr leicht verändern, Kinn schmaler, Hals schmaler, länger, was immer. Sowas mache ich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das ist einfach nein. Ich muss dazu fügen, das war auf Wunsch vom Karl ein Negativbeispiel. Selbstverständlich, das war schon klar. Nein, es ist auch immer alles eine persönliche Einstellung. Sowas mache ich einfach nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man Models in Zeitschriften, warum man die dann noch längere Beine machen muss. Die sind doch eh schon perfekt. Wobei wir wieder perfekt sind. Was ist perfekt? Es ist halt, ich sage mal, jeder hat ein gewisses anderes Schönheitsideal und ja, das ist einfach unterschiedlich. Es gibt Frauen, die lieben ihre blondierten Haare und es gibt Frauen, die verdecken ihre Sommersprossen mit 100.000 Make-up-Schichten. Ich sage immer, jeder wie er möchte. Und ich suche mir natürlich auch bei meinen freien Projekten die Models, die mir gefallen. Also das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir suchen uns, also wenn wir die Wahl haben, dann schon die aus, die uns gefallen. Das ist halt aber eben unterschiedlich. Also es gibt Fotografen, die würden sich die Models, die ich fotografiere, wahrscheinlich nicht aussuchen und umgekehrt. Also ich persönlich bin ein Feind von allem so komplett blondierte Haare und so, das ist nicht mein Fall, so überschminkt. Das ist, aber wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht irgendwie negativ darstellen, es ist einfach Geschmackssache. Ich bin einfach selber von der Art her so. Ich sitze hier komplett ungeschminkt, ich gehe auch komplett ungeschminkt aus dem Haus raus, gerade dass ich mal vielleicht einen Pickel überdecke, wenn einer da ist, mehr mache ich nicht. Und genauso lebe ich das halt auch in meiner Fotografie. Ne? Ja, hier habe ich noch ein Bild, das ich auch zeigen möchte. Das ist von einem freien Projekt. Da habe ich ganz spontan ein Model gesucht, weil ich im Stadtpark fotografieren wollte, bevor die diese roten Blumen wegtun. Beim Wiener Stadtpark, um das kurz zu erklären, draußen sind immer so rote Herbstblüten, beziehungsweise dies ist jedes Jahr ein bisschen anders und das hat mir letztes Jahr so gut gefallen. Und ich wusste, die räumen das bald weg, weil sie dann diese Zwiebelblumen wieder fürs nächste Jahr schon ansetzen in der Erde. Ich habe wirklich ganz, ganz schnell ein Model gesucht, quasi für den nächsten Tag. Und dann habe ich eben öffentlich gesucht und habe mich dann für dieses Model entschieden. Die hat mir dann gesagt, ja, einfach weil mir ihre Ausstrahlung gefallen hat. Ihre Ausstrahlung gefallen hat. Und sie hat mir gesagt, ja, na, sie hat irgendwie, sie schaut halt nicht so toll aus, weil, sie hat einen irrsinnig schlechten Selbstwert. Und ich habe gesagt, na, wieso? Also ihr Problem ist, ich finde sie toll und darum will ich sie auch fotografieren. Also, ja, na, sie hätte 60 Kilo abgenommen und ihre Arme sind halt so schier und überall hängt halt irgendwie die Haut bei ihr und sie findet das alles so schrecklich. Gut, ich habe gesagt, es ist mir egal, ich finde dein Gesicht schön, ich mag deine Ausstrahlung, wir machen das. Ich habe dann beim Shooting festgestellt, die hat wirklich einen so schlechten Selbstwert gehabt, selten erlebt. Und ich habe ihr dauernd gesagt beim Shooting, du siehst so toll aus. Und sie hat im Nachhinein von dem Shooting, sie hat sich so bedankt, sie hat gesagt, dieses Shooting hat so ihren Selbstwert gesteigert. Mittlerweile macht sie immer wieder auch mit anderen Fotografen so Hobby-Model-Geschichten. Wie gesagt, es ist kein Model, es ist einfach ein Mädel, das ein bisschen auf Hobby-Model macht.
Das ist jetzt, wie gesagt, aus einem freien Projekt und zeige ich euch kurz auch ein Vorherbild. Ich habe sie natürlich hauptsächlich so fotografiert, dass ich die Arme so von vornherein natürlich so retuschiert habe, aber sie hat mir eben erzählt, ja, sie hat halt immer nur ihre Instagram-Bilder und diese Arme, das kann man halt nicht retuschieren und darum hat sie immer nur Kopfbilder von sich, wo man die Arme nicht sieht und sie findet das so traurig. Und ich war halt einfach aufmerksam bei dem Shooting und habe ihr zugehört und habe gesagt, okay, ich mache jetzt ein Bild mit den Armen so, wie sie sich das wahrscheinlich wünscht, dass es ausschauen würde. Ich zeige euch jetzt, wie das vorher ausgesehen hat auf diesem Bild. Also das ist ihr echter Arm. Kann man jetzt natürlich streiten über die Ethik, ob das in Ordnung ist, das so zu retuschieren oder nicht. Aber ich kann euch sagen, dieses Mädchen hat sich so gefreut. Das war so, ja, da bin ich wieder bei dem, wo ich sage, da muss man abwägen. Auch der psychischen Nutzen für jemand anderen. Ob ich sowas mache oder ob ich sage, nein, es muss alles ganz original bleiben. Ich meine, es ist eine junge Frau, die hat 60 Kilo abgenommen, die ist eh schon unglücklich, dass das halt jetzt bei ihr so ausschaut, warum soll ich ihr nicht einen Gefallen tun, sage ich mal. Ne? Also so. Ich glaube, das wäre so die therapeutische Retusche. Und genau so ist es. Ja. Und was du ganz wichtig sagst, Stefan, ich glaube, das kann man gar nicht oft wiederholen. Ich finde es extrem wichtig, dass man einfach, egal wen man fotografiert, dass man die Leute einfach dann ermuntert und ihnen gut zuredet, weil es wirklich interessant ist, dass so Männer sowieso die sagen, ja, mich kann man nicht fotografieren, aber auch sehr viele junge Frauen, die eigentlich sehr hübsch sind, so jetzt unter gängigen Normen, wo man sich denkt, okay, da würde man es nicht erwarten, dass da jemand sagt, okay, er ist jetzt nicht zufrieden mit seinem Aussehen. Ich glaube, das ist immer wichtig und das macht dann auch die Fotos aus und ich glaube, dass das der jungen Frau extrem geholfen hat, so wie du mit ihr umgehst. Definitiv. Und das habe ich mehrmals erlebt, auch bei Kundenshootings, wo ich halt dann eben auf Kundenwunsch doch auch mal ein bisschen mehr mache oder so. Und einfach die Sachen, die man selber nicht hinkriegt mit irgendwelchen Filtern. Aber ich möchte jetzt ein anderes Beispiel zeigen. Das ist aus einem freien Projekt. Das ist eine ehemalige Arbeitskollegin von einem Bürojob von mir. Also eigentlich kein Model, aber sie hat genau meinen Typ. Sie hat mir gefallen. Ich habe so rote Haare, Sommersprossen. Die hat sich tatsächlich beschwert, dass ihr der Arm zu dick ist auf diesem Foto, der Unterarm. Und da ist dann bei mir das Verständnis aus. Also das ist einfach, da habe ich ihr dann aber auch erklärt, warum ich ihr denn jetzt nicht schlanker mache, den Arm. Also das Foto möchte ich dazu sagen, es ist in mehreren Zeitschriften erschienen, zum Beispiel auch im Pictures Magazin, irgendeine Fotofachzeitschrift ist es auch erschienen. Wie die Fotos dann in den Magazinen erschienen ist, haben sie ihr plötzlich gefallen. Ja, das ist immer so, also ich habe die Erfahrung gemacht, je schöner Frauen sind, desto empfindlicher sind sie auch. Frauen, die jetzt vielleicht, ich rede jetzt wirklich nur objektiv betrachtet, weil jeder hat halt so seinen Geschmack, Frauen, die vielleicht, ich sage jetzt nicht so modelmäßig ausschauen, sind meistens wesentlich unempfindlicher und wesentlich entspannter. Also da habe ich oft Kundinnen erlebt, wo ich mir gedacht habe, naja, da könnte man schon ein bisschen wenigstens. Aber nein, die wollte das nicht. Und das finde ich auch total super dann von denen. Ich kenne das auch von mir selber. Ich meine, ich bin jetzt 37, ich sehe das mittlerweile alles viel entspannter. Aber ich sage euch ganz ehrlich, mit 20 war ich dann noch ein bisschen anderer Meinung. Ja? Es ist einfach so. Also ich kenne eben die Seite, ich kenne eben die Medaille von beiden Seiten. Ich habe auch gemodelt, eher jetzt nur so hobbymäßig. Aber ja, das ist dann, es stört einen dann schon, ne? Wenn dann der Fotograf genau den Winkel erwischt von der Nase, von der Seite, wo genau der Hügel ist, dann denkt man sich, naja, warum kann man das nicht wegtun? Ja, also ich versuche da immer zu differenzieren. Also bei einer Frau, die so schön ist, ich habe dann auch erklärt, warum ich das nicht mache mit dem Oberarm. Ich habe nämlich erklärt Folgendes. Es würde unnatürlich ausschauen, wie eh gesagt, weil sie liegt nun mal auf dem Boden. Und wenn ich auf dem Boden liege, dann wird mein Arm angedrückt. Es ist einfach so. Und das würde sehr, sehr komisch und unnatürlich ausschauen. Sonst hätte ich ihr wahrscheinlich den Gefallen getan, weil ich möchte es mir natürlich auch nicht mit ihr verscherzen. Aber wie gesagt, normalerweise mit meinen Models von freien Projekten habe ich überhaupt keine Probleme. Eben ein paar Fragen im Chat. Hätte man nicht, und zwar der Wolfgang und der Uwe schreiben, hätte man nicht eine andere Pose machen können? Ich weiß nicht, also ich finde nicht, dass der Arm da irgendwie zu dick ist oder keine Ahnung. Da ging schon ein Bild davor. Das Bild davor. Ja, sicher. Also ich habe gesagt dazu, das ist das einzige Bild, wo ich bewusst ihre Arme in Szene gesetzt habe, weil sie eben
so traurig war, dass sie kein einziges Bild hat, wo man ihre Arme wirklich sieht, sage ich jetzt mal. Ich habe andere Bilder natürlich von ihr gemacht, wo auch um mir die Arbeit nicht zu machen, weil wie gesagt, es war ein freies Projekt, wo ich dann einfach die Hand eher, dass ich ihr das Kleid irgendwie hochhalten habe lassen und die Arme einfach die Haut so nach hinten gezogen habe, damit man es auf dem Foto nicht sieht. Ja? Weil, ja, wie gesagt, sonst sitze ich dann 3 Stunden an jedem Bild und das ist ja auch nicht Sinn der Sache eines freien Projektes. Ne? Also das war wirklich, das habe ich dann wirklich für sie gemacht und sie hat sich ganz speziell über dieses Bild so wahnsinnig gefreut dann. Ne? Ja, ein anderer Härtefall, den ich dann noch habe, zu dem habe ich jetzt kein Bild, weil das eine Kundengeschichte ist, ich möchte es aber auch kurz erwähnen. Mutter mit Kleinkind, Kind schwer herzkrank, mittlerweile übrigens geht es dem Kind gut, es wurde operiert. Und ich bin froh, dass es ihr gut geht. Folgende Geschichte, meldet sich bei mir, zeigt mir ein Foto, also ein Handyfoto von ihrer, ich weiß nicht, wie alt war das Mädel, 2 Jahre altes Kind, Baby. Ja, sie hätte so gern Fotos von dem Mädchen, aber die hat halt im Gesicht, auf der Gesichtsseite so eine Magensonde, also das war so angeklebt. Ich kenne mich nicht genau aus, aber sie hat gesagt, das ist irgendwas von der Magensonde. So, und die wird immer gewechselt von einer Seite auf die andere. Das heißt, wenn sie es nicht drauf hat, ist die ganze Wange komplett rot. Oder auf der anderen Seite hat halt die Magensonde drauf. Und sie hat mich gefragt, naja, sie hätte halt gerne Bilder von dem Kind ohne diese Magensonde, ob das möglich ist. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, da muss man eben wieder abwägen. Ne? Natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, ja, das Kind hatte die Magensonde und wir wollen alles komplett echt belassen, dann, ja, ich sage mal so, es hat keiner was davon. Wenn ich das jetzt nicht wegeditiere, die Mutter hat sich natürlich dann gefreut, dass sie Bilder von dem Kind hatte ohne Magensonde. Wie gesagt, ich möchte euch das jetzt auch nicht hier zeigen, auch die Nachherbilder nicht, weil ich nicht möchte, dass das Kind dann irgendwie eventuell erkannt wird oder irgendwas als das mit der Herzkrankheit, logischerweise. Ne? Ein letztes Beispiel habe ich noch, das ist ein Shooting gewesen für eine Designerin, also das war ein Auftragsshooting, ein bezahltes für mich. Die Designerin hat die Models ausgewählt, das ist eine Designerin, das ist eine Amerikanerin. Das sind so sehr auffällige Kleider, wie ihr seht. Der gefällt halt mein Stil und das hat halt gepasst für sie. So, und das Model, um zu erzählen, worauf ich hinaus will, hat dann gesagt, bei dem Bild im Original war ihr Ohr zu sehen. Und das war fast, weil, also durch die Haare durch, auf der Seite hat man halt, weil die Haare nicht ganz so dicht waren, das Ohr immer durchgesehen. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich das denn wegmachen kann. Und da habe ich dann auch überlegt, na, was mache ich jetzt? Weil eigentlich ist das ein Auftragsshooting. Ich muss also eigentlich erst den Auftraggeber fragen, ob ihr das recht ist oder nicht. Ne? Ich habe es dann tatsächlich zum Beispiel bei dem Bild einfach gemacht. Und die Auftraggeberin, die hatte dann auch offensichtlich kein Problem damit. Da muss man dann abwägen. Also das ist halt, ja. Also ich betrachte das, ist diese ganze Bildmanipulationsgeschichte sehr differenziert. Also gerade bei so Härtefällen wie 60 Kilo abgenommen, hängende Haut, Magensonde und Co. Schreie ich sofort, ja, natürlich mache ich das. Natürlich werde ich mir solche Leute nicht als Model aussuchen für meine freien Projekte. Wie gesagt, in dem Fall habe ich es dann doch getan, weil es mir natürlich viel mehr Arbeit macht. Es ist eh klar. Weil natürlich so einen Arm so zu retuschieren, das dauert halt dann doch eine Weile und dann nehme ich doch lieber jemanden, der das nicht hat. Das klingt hart, aber natürlich, ich meine, wer würde das nicht tun? Ne? Ja, gut, hier habe ich noch als letzter ein Kundenbild. Ja, die wollte ihr Pferd ablichten, das schon sehr alt war und sich selbst irgendwie als Fee inszenieren. Das ist halt dann auch immer so eine Geschichte, diese Kundenerwartungen, also in dem Fall hat es gut funktioniert, aber manche Kunden haben dann auch irgendwie die Vorstellung, wie soll ich sagen, unrealistische Vorstellungen. Also da gibt es dann welche, die schauen einfach ganz anders aus, als sie sich selbst wahrnehmen, sage ich mal. Und dann wundern sie sich, weil sie einfach ihr Instagram-Self schon besser kennen als sich selber. Also die schauen öfter in ihre Instagram-App und in ihre Retuschierwerkzeuge auf Instagram rein, als dass sie sich mal selber in den Spiegel schauen. Und das ist dann, ja, es ist dann schwierig, diesen Grad zwischen, wie weit retuschiere ich was, gehen kann und oder es eben dann doch lasse. Weil wie gesagt, also gerade diese Generation Instagram ist da sehr schwierig. Ich muss dazu sagen, meine Kundinnen sind meistens schon ein bisschen älter, so wie die jetzt, die ist
oh, wie alt war die? 35, 36, 37, so um den Dreh. Ja, das ist, die ganz jungen Mädels kommen jetzt als Kundinnen nicht so oft zu mir, also auch aus Kostengründen, einfach weil sie es sich nicht leisten können. Aber ja, ja, die meisten sind so 30 plus eigentlich, die zu mir kommen für Kundenshootings. Und ja, viele wünschen sich dann auch Bilder irgendwie, wo sie als Elfe inszeniert sind oder als Fee oder eben mit Flügeln. Und das sind einfach so Sachen, die kann man eben nicht so leicht mit einer App machen. Und ich finde es manchmal total furchtbar und übertrieben dann schon, aber ich mache das dann tatsächlich für meine Kunden. Ja, um noch einen Schlusssatz zu sagen, also danke mal für die Aufmerksamkeit. ein kleiner Schlusssatz. Ich glaube, man muss da echt beim Thema Ethik echt in der Bildbearbeitung für sich selber abwägen und entscheiden, warum man was wann verändert oder eben auch nicht. Also ich gehe da immer sehr auf die Menschen ein und versuche hineinzuhorchen, okay, warum will der das? Steckt irgendwas Psychisches dahinter oder ihr wisst, was ich meine. Ja, also da ist mir dann der psychische Nutzen ist mir dann wichtiger, als zu überlegen, ob das jetzt noch echt ist, das Bild, oder ob das eine Lüge ist, das Bild, weil der Mensch ist dann mit glücklich. Und wie gesagt, ich habe gesehen, bei meinen freien Projekten ändere ich fast nichts an den Models, weil sie mir ja eben so gefallen, wie sie sind. Ja, soweit bin ich dann schon mal am Ende. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck in meine Arbeit gewinnen können. Ich stoppe mal die Freigabe und übergebe wieder an den Karl. Ja, Eva, mal vielen Dank für diese wirklich, finde ich, sehr interessante, jetzt kann ich wieder groß machen, für diese sehr interessante. Oh, das bin ja ich. Jetzt habe ich zum Abschluss noch einmal ein Bild von der Eva ausgewählt, das ich von mir gemacht habe im Wien-Kanal bei der dritten Mann-Tour. Und wir planen auch mit der Eva jetzt einmal einen Porträtworkshop zu machen, also in der fortgeschrittenen Saison, wenn wir von Corona sicher sind, wenn das Wetter besser ist. Und ich habe ein paar Fotos eingesandt bekommen und da sieht man auch ganz gut, da haben wir vom Wolfgang Hanisch schon uns ein paar Bilder geschickt und man sieht einfach, wenn ich hier einmal schaue und indem ich den Bildschnitt ändere und Kleinigkeiten kriege ich auch ein anderes Bild, wobei am Model, nehme ich einmal an, hast du nicht viel gemacht, Wolfgang. Warte, Wolfgang, Hanisch? Ja. Am Model hast du nicht viel gemacht, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe gleich mal die Umgebung eben nachgearbeitet. Eben, die Umgebung hat dramatischer ist. Mich selber habe ich eigentlich nicht verändert. Und dann habe ich noch ein paar Bilder bekommen. Wenn ich vielleicht, das war da, wenn du dich mal kurz meldest, bitte. Ja, da ist der Walter Bertig aus Innviertel. Ich bin da, wenn ich was sagen darf zu dem Foto. Ja, ich bin am Inn gesessen, das ist die Grenze zwischen Bayern und Österreich. Und da habe ich gesehen, dass da die Rauhfahrer, da ist ein Rauhweg, dass sie die dort ausrosten. Und dann ist das ein komplett flauer Himmel gewesen. Dann haben wir gedacht, das muss ich mal ausprobieren im Photoshop. Die Schwäne, die Graugänse, da was ich da fotografiert habe, die habe ich dann nachher alles eingefügt. Ich habe nur gesagt, Himmel austauschen und die hat mir das Bild dann so eingefügt. Ansonsten habe ich nur die Wiesewein verändert und sonst nichts. Okay, dann gehen wir zum nächsten Bild. Ja, das ist in Gosau gewesen, da war es das Gleiche, da habe ich die Form ein bisschen verstärkt und einen Himmel eingefügt auch wieder, weil das war so flau und hätte eigentlich nichts ja gleich geschaut. Also mir persönlich gefällt es auch so, hätte ich mir, was ich jetzt gesehen habe, Und für mich persönlich ist ja das Ethik, ja, es muss ihnen selber gefallen, genauso wie die Eva gesagt hat. Das muss für sich selber, bei denen, das ist auch so ein Rockkeilchen, da habe ich den Schnee eingefügt, da war eigentlich kein Schnee, aber das war ein komplett totes Foto. Das Rockkeilchen, ja, das ist da gewesen, aber ohne Schnee haben wir eigentlich, da füge ich jetzt einen Schnee nur dazu. Kann man, Entschuldigung, Karl, kann man die Bilder vielleicht wieder größer machen? Weil wir sehen jetzt nur die kleine Vorschau und sehen ihn, den Walter, jetzt in groß. Okay. Jetzt werden wir dann mal schauen, da machen wir gleich mal. Genau, weil es ja schade um das schöne Bild. Genau, jetzt haben wir das Bild wieder groß. So. Man, wer eine Idee hat, was man da anders machen könnte, nehme ich gerne an. Ja, die Kontraste müssen immer stimmen. Das heißt, Walter, wenn du einen Himmel einbaust und du hast vorne im Vordergrund einen schwachen Kontrast und plötzlich im Himmel einen starken Kontrast,
Wenn das Ziel ist, dass die Montage nicht auffallen soll, dann sollte man die Kontraste anpassen. Aha, okay, danke für den Tipp, Oliver. Okay, dann sind wir eh schon beim Stichwort. Ich übergebe gleich mal an Oliver, du hast dann ein bisschen was vorbereitet. Bitte, Oliver, wenn du gleich mal übernimmst. Ah, darf ich noch kurz eine Sache zur Eva sagen? Abgesehen davon, dass ich ab sofort ein Fan von deinen Bildern bin. Oh, danke. Du hast etwas ganz, ganz für mich Wesentliches gesagt, und zwar beim Übergang vom Malen auf die Fotografie waren sich die Leute zu identisch. Das war ihnen zu korrekt, echt. Zu echt. Und das ist aber jetzt ein Problem, weil die Generation unter uns nimmt wahr, dass Fotografie ein verbürgtes Medium ist, ein echtes, das die Wahrheit abbildet. Und das stimmt aber seit kurzem nicht mehr, seit 91, seitdem es Photoshop gibt. In Gerichtsprozessen, sonstiges, bei all dem, wo Fotos früher ein Beweis waren, ein verbürgtes Medium, ist es jetzt aber anders. Und bei deinen Bildern ist es eine Geschichte, das ist was anderes. Aber wenn ich eine Reportage, wenn ich ein Bild verändere, wie auch das Rotkehlchen, ist es ja eigentlich nicht mehr das, was es war. Und je nachdem, wie ich es verwende, ist es dann halt zulässig oder auch nicht. Also wenn ich es verkaufe, weiß ich schon. Also für mich ist das schon wieder fast zu viel. Wenn ich was dazu sagen darf, also ich sehe das so jetzt bei dem Rotkehlchen, wenn ich das Bild jetzt mache, damit sich das jemand an die Wand hängt, weil das gerade schön zu seinen Wohnzimmerfarben passt, finde ich das super. Wenn man es aber, wie du sagst, als Reportagenbild für eine Zeitung verwendet, finde ich es auch nicht mehr gut, weil das einfach... Ja, also wie du schon sagst, also gerade bei so Gerichtsfotos und so finde ich das ja auch absolutes No-Go, wenn da irgendwas verändert wird. Aber es ist eben auch interessant, dass eben alle glauben, das ist eben erst seit kurzem so, mit Photoshop, aber das war eben früher auch schon so, dass man manipuliert hat. Da war es nur nicht so bekannt, sage ich mal. Ne? Also ich möchte an das, was die Eva jetzt gesagt hat, einmal ganz kurz anschließen und möchte alle, die heute ereifern, wie schlecht die Zeiten sind, und da habe ich jetzt sehr viel gehört, möchte ich ein bisschen aus ihrer Komfortzone rücken. Ich stamme noch aus einer Zeit, wo man noch in der Dunkelkammer gearbeitet hat, analog. Und wir haben sehr viel dann in der Entwicklungsphase gemacht. Nicht umsonst kommt das heutige Abwedeln, das wir im Photoshop haben aus der damaligen Zeit. Wir haben mit Fädeltaschentuch abgewedelt und so weiter. Wir haben viel gemacht. Dazugefügt haben wir nichts, aber weggelassen haben wir auch. Und ich hatte zweimal die Möglichkeit damals im Gymnasium, weil wir haben eine Dunkelkammer gehabt und eine bildnerische Ausbildung, einen gewissen Robert Dorneau kennenzulernen. Den einen oder anderen von euch wird das noch etwas sagen. Ein gefeierter Streetfotograf, ist schon einige Jahre tot. Und der hat uns gesagt, wie er seine Fotos inszeniert. Also etliche von diesen Fotos sind inszeniert gewesen. Und die Fotografie hatte auch dann eigentlich damals auch nicht den Anspruch, die Wahrheit zu zeigen. Denn sie hat sich ausgerichtet an der Malerei, und die Malerei hat nie das gemalt, was das Auge gezeigt hat, sondern das, was sie eben darstellen wollten. Und anders hat sich die Fotografie auch nicht verhalten. Und das, ich glaube, es ist der richtige Punkt, solange ich nicht etwas in der Aussage ändere, ja. Wir wissen heute, dass auch Kriegsberichterstattungen durchaus nachgestellt sind, weil sie kaum jemand an die Frontlinie begibt. Solange ich dort nichts wirklich ändere, glaube ich, sollte man da ruhig tolerant sein. Wolfgang, danke. Nachdem wir schon in der Zeit fortgeschritten sind, würde ich jetzt aber den Oliver bitten, dass er übernimmt. Okay, ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich gebe euch jetzt meinen Bildschirm frei und sehe gerade, dass das jetzt auch nicht hinhaut. Einen Moment. So. Jetzt müsste es funktionieren. Jawohl, ist schon da. Ja, vielen Dank einmal an die Statements meiner Fotografen, Kollegen und Kollegen von vorhin. Und jetzt zum Ende der Sendung werde ich jetzt noch auch meinen Senf dazugeben zu dieser Geschichte. Und ich habe mir heute gedacht,
machen wir einfach ein Beispiel und schauen uns einmal die Technik an und nehmen wir an, ich bin jetzt ein Fotograf oder eine Fotografin, die sagt, ich bin der pure Purist und fotografiere die Szenerie vor mir, so wie es ist und mache gar nichts. Okay, na gut, dann schauen wir uns das einmal an. Wir haben eine Digitalkamera und eine Analogkamera und schnappen uns gleich mal die Digitalkamera. So, dann entscheiden wir uns, na gut, das fertige Bild auf der Speicherkarte soll ein JPEG-Format haben. Okay, na gut, dann sage ich, kriege ich mit der Purheit der Szenerie und dem Purismus schon mal ein Problem, weil die Kamera an sich einen Standard-Bildstil hinterlegt hat und diesen Standard-Bildstil auf das fertige Bild überträgt und erst dann auf die Speicherkarte abspeichert. Und diesen Bildstil, den kann man auch wählen, dass man sagt, man ist ein Landschaftsfotograf, dann wählt man halt da den Landschaftsbildstil, wo zum Beispiel die Farben vielleicht ein bisschen gesättigter sind. Und wenn man sagt, man fotografiert Menschen, dann kann man den Porträtbildstil auswählen. Bei Canon zum Beispiel ist es auch so, ich kann dann diese einzelnen Bildstile noch feintunen und für mich persönlich noch gestalten. Aber es funktioniert nicht, dass ich sage, wenn ich mit JPEG-Format auf der Karte speichern möchte, dass das wirklich pur abgebildet wird. Die Kamera mischt sich ein. Na ja, dann entscheiden wir uns, fotografieren wir doch in RAW. Ja, und beim RAW ist es genauso. Die Hersteller haben in ihren Kameras ein Profil verbaut, womit sie das RAW, nachdem die Aufnahme passiert ist, noch etwas gestalten, ein bisschen Kontrast heben, vielleicht die Farben ein bisschen anziehen. Und das habe ich erst erfahren 2018 auf der Fotokina in Köln. Da war ich nämlich in einem Vortrag von einem Engländer, das ist ein High-End-Retoucher, Guy Gowen hat der geheißen, und der hat einen Vortrag gehalten, wie man Bilder bearbeiten soll, damit man die Pixel nicht viel verzerrt, weil es gibt gewisse Einstellungsebenen in Photoshop, wenn man da die Regler zieht, verzerrt man die Pixel extrem und dann gibt es wieder andere Einstellungsebenen, wo die Pixel weniger verzerrt wird und die Qualität des Gesamtbildes am Ende der Bearbeitung deutlich höher ist. Naja, der Vortrag war so spannend und intensiv, bin nachher auf die Bühne und habe ihn gebeten, ob er Zeit hat für ein Interview. Ich würde gerne mit ihm ein Interview führen, weil das war für mich neu, dass die Hersteller auch in die RAW-Bilder bewusst eingreifen, damit am Ende, wenn das Bild am Display dargestellt wird, auch schön aussieht. Dieses Interview habe ich auf meinem YouTube-Kanal gepostet. Also ihr findet mich auf YouTube unter Bader Images. Also wer sich da für dieses Interview interessiert, also schaut sich das wirklich an, das ist hochspannend, was mit einem RAW-File passiert, bevor es endlich einmal auf der Speicherkarte landet. Na gut, man weiß ja, dass manche Hersteller die RAW-Bilder ein bisschen kühler machen, manche ein bisschen wärmer machen. Canon zum Beispiel sagt, das RAW-Bild sollte schöne Hauttöne haben. Und so sieht man schon am neutralen RAW, von welcher Kamera das auch fotografiert wurde. Ja, und was ja dann beim RAW-Bild noch dazu kommt, ist, mit einem RAW kann ich ja nichts anfangen. Also das heißt, ich muss dann nachher noch mit einem RAW-Converter dieses RAW-Bild in ein Format bringen, damit ich es dann nachher nutzen kann zum Drucken, zum Weitergeben oder auf diverse Social-Media-Plattformen hochzuladen. Und auch der RAW-Converter greift in dieses File noch einmal ein. Und wenn man das nicht weiß, also zum Beispiel, ich arbeite mit dem RAW-Converter von Adobe, Camera Raw, da werden automatisch alle RAWs, die du mit diesem Konverter hochlädst und bearbeitest, nachgeschärft. Und wenn man das nicht möchte, muss man manuell bewusst diese Nachschärfung ausschalten. Sonst greift der RAW-Konverter auch noch ein. Also das heißt, die Illusion, jetzt wenn ich digital fotografiere und nachher nichts mache, die gibt es nicht. Also technisch greifen die Hersteller, bevor die Bilder auf die Speicherkarte landen,
ein. Na gut, dann nehmen wir uns doch einmal eine Analogkamera und sagen, na gut, dann gibt es das Photoshop, nicht? Ja, selbes Problem wie immer, ich brauche halt einen Film, dann gibt es unterschiedliche Hersteller und jeder Hersteller verwendet halt ein bisschen eine andere Chemie für den Film und dann entstehen halt auch wieder andere Bilder. Also zum Beispiel vor digital haben die ganzen Landschaftsfotografen auf diesen Fuji-Film geschwören, die Hochzeit und die Porträtfotografen haben alle mit Kodak fotografiert, weil dann die Hauttöne sehr schön war. Also auch da greifen die Hersteller halt jetzt mit dem Filmmaterial drauf ein. Und ein ganz ein tolles Beispiel war ja, der heute auch schon die Diskussion war, dass man gesagt hat, man hat auch früher schon retuschiert. Also man kennt sicher alle dieses Bild von James Dean, das war ein Hollywood-Schauspieler, ein berühmter in den 50er und 60er Jahren. Und dieses Bild hat der Dennis Stock in New York am Times Square von ihm gemacht. Also man sieht da den James Dean, wie er da am Times Square geht. Das war jetzt das finale Bild, das wir alle kennen. Hier seht ihr, so ist es aus der Kamera gekommen. Und wenn sie euch jetzt fragt, was diese ganzen Zahlen und Markierungen bedeuten, da hat der Dennis Stock auf dem Negativ Markierungen gemacht, damit derjenige in der Dunkelkammer weiß, was er zu tun hat. Also da hat der Dennis Stock gesagt, bitte den Zaun mit einer Blende aufhellen, bitte da den Vordergrund noch aufhellen, bitte da den Hintergrund aufhellen, nämlich mit einem Verlauf, das heißt da eher in der Mitte um eine Blende und da dann verlaufend weniger werden. Also auch das wurde früher gemacht. Und der Grund, und das ist jetzt meine Meinung, warum überhaupt diese Fotografie und dieses Bearbeiten so bewusst gemacht wird, die Kamerahersteller haben es bis heute nicht geschafft, das abzubilden, was unser menschliches Auge abbildet. Also das heißt, wenn ich jetzt in der Natur draußen unterwegs bin und eine wunderschöne Landschaft sehe, eine Gegenlichtsituation habe und dann dieses Bild mit meinen Augen wahrnehme und dann ein Foto mache, dann bin ich immer enttäuscht, wenn ich nachher nach Hause komme, weil die Hersteller es bis heute nicht geschafft haben, diese extremen Kontraste, die man halt bei einer Gegenlichtsituation in der Natur hat, abzubilden. Unser menschliches Auge schafft das Ganze. Ja, also das war jetzt das Ganze mal zum Einstieg. Gibt es jetzt da von eurer Seite her Fragen? Weil ich gesehen, im Chat ist momentan die Post abgegangen. Ja, ich habe ein bisschen gepostet, Oliver, ein bisschen Info. Das war hauptsächlich ich. Ah, okay. Na gut. Die Stärkung menschlichen Auge übertragen. Das menschliche Auge ist auch nicht standardmäßig. Jeder hat ein anderes Farbempfinden. Und ich habe auch einen anderen Tonalitätsspektrum. Also auch das menschliche Auge ist nicht konstant und standardisiert. Also auch da gibt es Unterschiede. Es gibt ja Farbenblindheit. Ja, man muss gar nicht so weit gehen, man kann ganz normal Fisch sehen, aber trotzdem habe ich jeder andere Farbenempfinden. Und man kann eigentlich noch weitergehen. Im Prinzip kann ich fotografieren, ist nie ein Abbild der Realität. Wenn man die Belichtungszeit hernimmt, kein Mensch kann sehen, was in einer 8000-Sekunden Belichtungszeit tatsächlich passiert ist. Genauso am anderen Ende mit Langzeitbelichtungen, kein Mensch sieht ein Bild, was 30 Sekunden Belichtungszeit hatte, die sich in der Realität. Und das hat eigentlich schon begonnen, wie die Fotografie begonnen hat, wo Stadtszenen mit mehreren Stunden Belichtungszeit aufgenommen wurden. Die waren alle Menschen leer, weil natürlich die Leute dann verwischt waren. Und das war ja auch kein Bild der Realität, obwohl das ja eigentlich zu Beginn der Fotografie war, wo vom Bild bearbeitet und überhaupt keine Rede war. Also im Prinzip ist eigentlich Fotografie eigentlich immer eine gewisse Manipulation, gewusst oder ungewusst. Und das ist im Prinzip eigentlich auch ähnlich in der Physik, dass ja im Prinzip eigentlich auch viele Messmethoden das Messergebnis beeinflussen. Meistens sind ein Krater von nicht bemerkt, aber trotzdem. Aber die absolute Wahrheit gibt es im Prinzip eigentlich gar nicht. Außerdem ist das so, dass das menschliche Auge ja nicht Licht zusammenzählen kann.
Genau. Das heißt, es ist immer nur eine Momentaufnahme und das ist der große Unterschied zur Fotografie. Darf ich da vielleicht was kurz dazu sagen? Ja, bitte. Erst einmal freue ich mich, dass ich das zufällig gefunden habe, euer Café, und schön, dass ich einmal dabei sein kann. Ich sehe einen Unterschied zwischen Fotobearbeitung und Fotoverfälschung. Bearbeitung ist für mich, wenn ich ein Bild habe und das dann verändere in dem Sinne, dass ich dunkle Flächen, dunkle Stellen aufhelle oder zu helle dunkel mache oder vielleicht die Farbe ein bisschen angleiche, weil kein Sensor der Welt kann wirklich das abbilden, was ich fotografieren möchte. Somit muss ich das Bild dann eventuell so herrichten, dass es so ist, wie ich es in Erinnerung zumindest habe, das Motiv. Verfälschung ist für mich, dass ich dann irgendwas wegretuschiere oder dazu retuschiere. Also ich sehe da schon einen großen Unterschied zwischen die zwei Dinge. Also das ist ja meine Meinung dazu. Das passt zum Oliver und zur Eva ein bisschen und halt auch zum Weinfranz am Beginn. Denke ich mal halt. Danke. Ja, also vielen Dank für euer Feedback. Also ich sage immer, man kann das sehr einfach trennen, indem man sagt, das ist jetzt die Fotografie und das andere, das hat man sehr schön bei der Eva gesehen, ist die Umsetzung einer Bildidee. Ja, genau. Die Fotografie hat das Rohmaterial geliefert und nachträglich wurde halt eine Bildidee umgesetzt. Das ist so mein Zugang zu dem Ganzen. Und da habe ich heute eh ein Beispiel für euch vorbereitet. Und zwar zeige ich euch jetzt einmal ein Bild. Das hat ein Freund von mir vor 20 Jahren gemacht. Das hat so ausgeschaut. Also das heißt, wir waren da in dem Hafen. Ich bin da vorne da. Ich mache das kurz ein bisschen größer. Da vorne am Bug gestanden. Und er hat dann dieses Foto gemacht. Und Photoshop war damals noch ein recht junges Medium. Und ich habe erst gerade begonnen, damit zu arbeiten und habe dann dieses Bild genommen und gesagt, und jetzt mache ich ein Bild daraus, wo ich sage, das hänge ich mir jetzt an die Wand. Und das war eines meiner ersten gröberen Photoshop-Arbeiten. Und ihr seht eh, wie grottenschlecht ich das gemacht habe. Also das heißt, es fällt da der Schatten, das Meer ist nur mehr irgendein ein blaues irgendetwas, es ist keine Bugwelle da, es ist gar nichts da. Also so habe ich halt begonnen, meine Bilder zu bearbeiten, und je länger ich mich mit dem Ganzen beschäftigt habe, umso natürlicher sind dann auch die Bilder geworden. Und dazu möchte ich euch jetzt einmal ein Beispiel liefern, das haben wir für heute vorbereitet. Dieses Bild hat der Karl am Wechsel gemacht bei einer Schneeschuhwanderung, und das ist jetzt so eine typische Situation, wo man sagt, man möchte schon noch den Himmel zeigen, der sehr hell ist, also die Struktur der Wolken. Was passiert bei so einer Gegenlichtsituation? Natürlich, der Vordergrund wird sehr dunkel und das Model erkennt man fast nicht mehr. Das menschliche Auge hat da ein bisschen eine größere Dynamik und hat halt, wenn man dann auf das Model schaut, erkennt man dann trotzdem durch diese Gegenlichtsituation auch sehr schön das Model. Na gut, wenn man jetzt das Ziel hat, das so abzubilden, wie man es halt erlebt hat vor Ort, na, dann macht man halt eine RAW-Konvertierung, wo man halt auch den Vordergrund noch erkennen kann. Also wenn das jetzt meine Bildidee ist, dass ich sage, die Fotografie war jetzt mein Werkzeug, um diesen Moment zu verewigen, und ich möchte es aber so sehen, wie ich es erlebt habe, naja, dann mache ich halt den Vordergrund ein bisschen heller und helle halt die Tiefen ein bisschen auf. Wenn jetzt aber dann meine Bildidee ist, ich möchte da in diesem ganzen Bild noch ein bisschen eine Romantik reinbringen, noch ein bisschen eine Märchenstimmung, weil die Schneelandschaft so schön ist, naja, dann mache ich eine zweite RAW-Konvertierung, die halt dann ein bisschen gelblich ist, lege mir dann da eine Maske an, invertiere die Maske, jetzt ist dieser Effekt wieder weg, nehme mir den Pinsel, nehme weiße Vordergrundfarbe, reduziere da ein bisschen die Deckkraft und bringe jetzt da im Hintergrund beim Himmel ein bisschen dieses Gelb hinein, weil da hat ja die Sonne durchgeblitzt, ja, und dann kann man, ich zeige es euch jetzt nur kurz vorher ist das, also einen Moment, schaut ihr das aus,
Vorher war es noch recht kühl, auch ihr Gesicht war recht kühl. Na gut, jetzt ist sie da ein bisschen wärmer und ich habe jetzt da ein bisschen eine Sonnenwärme in den Himmel reingebracht. Ja, was natürlich nicht günstig ist, wenn der Schnee dann auch gelb wird. Das heißt, da muss ich jetzt da unten den Effekt wieder wegmachen. Der Schnee sollte halt wunderschön weiß sein. Und ich könnte jetzt, wenn ich mir entscheide, sage, na, jetzt ist ihr Gesicht schon sehr gelb, kann ich da mit einer geringeren Deckkraft vielleicht den Effekt da, na, das war jetzt zu viel, eine Spur noch wegnehmen. Okay, so lassen wir es jetzt einmal. Ja, jetzt, wenn ich mir das Bild so anschaue, das ist jetzt nur mein Gefühl, dass ich vielleicht jetzt da oben zum Bildrand vielleicht ein bisschen zu wenig Luft habe. Naja, probieren wir es mal aus. Ich mache mir da jetzt eine Summenebene, wähle das Freistellenwerkzeug, stelle da jetzt auf inhaltsbasiert, weil ich möchte jetzt da oben ein bisschen Luft machen und uns Photoshop soll man halt da den Himmel wieder reinrechnen. Ich bestätige jetzt das Ganze, schauen wir mal, was passiert. Das Ergebnis ist jetzt mal anders, das ist immer spannend. Jawohl, der Himmel ist wunderschön drinnen, aber da hat es mir jetzt da bei dem Baum halt ein bisschen Artefakte reingerechnet. Naja, ist ja kein Problem. Nehmen wir uns da den Kopierstempel, nehmen wir da den blauen Himmel und tun wir da diese Artefakte wieder wegstempeln. So, fällt keinen Menschen auf, weil kein Mensch vergrößert da den Hintergrund, außer Fotografen. Wir vergrößern, wir schauen uns dann alles an. Aber normale Bildbetrachter schauen sich das Bild so an, wie es ist. Naja, das finde ich, schaut jetzt schon mal so sehr gut aus. Jetzt habe ich aber als Bildidee, so diese einsame, zauberhafte Winterlandschaft zu zeigen. Und da sind halt diese Spuren da, die zerstören ein bisschen so diese Illusion oder meine Bildidee. Naja, dann mal diese Spuren wegmachen. Das ist jetzt natürlich jetzt, was die Bildethik anbelangt. Ja, Reportagebild wird es keines, aber wir wollen ja eine Bildidee umsetzen. Na gut, dann triff ich mir mal da Auswahl und sage, wie bringe ich denn jetzt da über diese Spuren einen Schnee drüber? Am einfachsten geht es, wenn ich sage, ah, da habe ich ja wunderschön vis-à-vis wunderschöne unberührte Schnee. Naja, dann wähle ich das einmal aus, kopiere mir das auf eine neue Ebene. Jetzt muss ich das natürlich spiegeln, damit es da herüber passt. Naja, das ist ja auch kein Thema. Wir arbeiten, frei transformieren, horizontal spiegeln. Und jetzt kann ich mir das, weil ich das jetzt auf einer eigenen Ebene habe, da wunderschön einmal herüberziehen. Jawohl, gefällt mir schon gut. Da vorne habe ich noch was. Naja, dann werden wir das Ganze noch frei transformieren, strecken uns das Ganze ein bisschen. Ja, bis der Schatten vom Stecken da drüber passt. Sehr gut. Naja, dann legen wir uns eine negative Maske an. Negative Maske heißt, ich halte die Alt-Taste, linke Maustaste und da auf das Maskensymbol, dann kriege ich ja automatisch eine schwarze Maske. Wähle mir da jetzt den Pinsel wieder in weiß. Schwarze Maske ist aktiv und kann man jetzt da, muss ich natürlich noch 100% Deckkraft, jetzt wunderschön da diese Schneespuren herauspinseln. So. Genau, sehr gut. So, da habe ich jetzt noch ein bisschen den Rand. Das muss ich jetzt ein bisschen korrigieren, dass diese Kante nicht zu sehen ist. So, jawohl. Natürlich kann man jetzt, da hinten sehe ich auch noch was. Das wollen wir natürlich keine Bearbeitungsspuren hinterlassen. Das müssen wir da noch ein bisschen feintunen. Ja, kann man da auch noch ein bisschen feintunen. Jawohl, sage ich mal, jetzt haben wir da schon mal einen sehr guten Job gemacht. Natürlich, wenn man es weiß, ich schalte da mal vorher aus, kann man sagen, das könnte man noch ein bisschen verfeinern, aber jetzt ein Betrachter, der das nicht weiß, wird jetzt nicht die Schneeoberfläche studieren und ob da jetzt was gemacht worden ist. Gut, naja, und jetzt habe ich noch die Idee, dass ich sage, naja, jetzt ist das Foto entstanden, man sieht eh noch da ihre Spur, da ist sie hergegangen, dann ist sie jetzt da und jetzt steht sie genau da vor dieser einsamen Spur und wenn jetzt meine Bildidee ist, ich möchte jetzt zeigen, wie sie da, sie ganz alleine durch diese
unberührte Schneelandschaft gegangen ist, dann wäre es halt jetzt natürlich schön, wenn ich jetzt da hinten eine Spur hätte, wo ich sage, ah, von da ist sie gekommen und jetzt geht sie anscheinend da Richtung Kamera weiter und ist ganz glücklich, weil das Wetter so schön ist und die Landschaft so bezaubernd ist. Naja, dann müssen wir jetzt, wenn wir diese Bildidee verfolgen wollen, auch noch Schneespuren hineinmachen. Also da habe ich ein Bild gefunden im Internet mit Schneespuren. Ziehen wir uns die mal kurz da in dieses Bild. Jawohl, machen wir das Ganze jetzt ein bisschen größer, dass es jetzt zu unserem Bild passt. Sollte da hinten sein. Ja, ungefähr so. Ich reduziere jetzt ein bisschen die Deckkraft, dass man da ein bisschen durchsieht durch die Ebene. Naja, jetzt läuft noch immer da das so komisch und hinter ihr. Naja, dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen verzerren, weil dann kann ich die Spuren schön da so zur Seite. Jawohl, so ungefähr. Und jetzt, jetzt kommen sie schön von hinten. Also wenn das jetzt meine Bildidee ist, dass ich sage, einsame Spuren von hinten laufen da nach vorne zu ihr, damit ich diese Märchenstimmung von dieser einsamen Schneeschuhwanderung umsetzen kann, dann mache ich das jetzt so. Gut, erhöhen wir wieder die Deckkraft. Naja, jetzt haben wir natürlich das Ganze noch so. Werden wir das jetzt einmal verrechnen mit dem Bild darunter und dann brauchen wir natürlich einen ebenen Verrechnungsmodus und da wähle ich Abdunkel. Das passt sehr gut. Müssen wir uns jetzt noch eine Maske anlegen, weil da im Hintergrund, schaut's her, da hat es jetzt natürlich der Himmel überdeckt, das wollen wir nicht. Legen wir eine schwarze Maske an und jetzt mit einem weißen Pinsel 100% Deckkraft malen wir uns jetzt diese einsame Schneespur da wieder in das Bild hinein. Und ich habe jetzt meine Bildidee umgesetzt, die man vorstellt kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist es ethisch korrekt oder nicht? Es hat jetzt weniger mit Fotografie. Nach Wien. So, Oliver, danke. Ja, bitte gerne. Super, Oliver. Ein Applaus, ja vielen Dank. Jawohl, super. So, jetzt habt ihr alle sehr lange durchgehalten. Ein herzliches Dankeschön. In 2 Wochen gibt es wieder ein Fotocafé und wir haben ein spannendes Thema. Und zwar, die Eva wird uns ein Projekt noch vorstellen, detailliert. Vor allem, wir werden auch ein Model da haben, die Johanna, nämlich die ihr jetzt gesehen habt. Und interessanterweise, die Models in der Wiener Fotoschule, die gleiten alle ab in die Fotografie, weil die Johanna hat sich ja vor kurzem eine R6 gekauft und filmt und fotografiert sehr viel. Das heißt, das ist die nächste dann, die da sozusagen eintreten wird in diese Gemeinschaft. Und wie gesagt, die Johanna wird uns sehr viel aus der Seite des Models auch erzählen. Und ich habe also auch eine Freundin angefragt, die ist auf GuruShot eine der besten Österreicherinnen auf dieser Fotoplattform. Die wird uns ein bisschen erzählen, wie das so auf GuruShot funktioniert. Ich sage einmal herzliches Dankeschön, schönen Abend. Ciao.